Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zu einem weiteren Montagabend-Stream. Diesmal habe ich sogar aufs Spielfenster geklickt, bevor ich meinen Hotkey gedrückt habe, um mein Mikro nicht mehr stumm zu haben. Und deswegen gibt es jetzt keinen schwarzen Screen. Man könnte fast die Idee bekommen, dass ich lernfähig bin, aber ich möchte da nicht vorgreifen. Wir werden vielleicht gleich wieder das Gegenteil beweisen. Tangwald, dann Mission. Okay, okay, sure. Führer Gummibaum, sure. Wieso sollten wir das nicht tun? Bin sicher, ich habe mir was dabei gedacht. Wo bin ich? Jedes Mal, ja. Center Camera. Servus. Hallo, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt euch gut ausgeruht. Haben wir gerade gewonnen? I guess. Sonst hätte ich wohl safe gescampt. Wir werden jetzt nach Tangwall gehen, weil mir das so aufgetragen wurde. Und dann werden wir die Mission erledigen. Die da wäre, retrieve the artifact from ruins of the old to the northwest. Hey! Das war ein bisschen unfair. Ich habe mich gar nicht kommen sehen. Sind wir... Are we good? Ich hoffe, es sind jetzt, ist niemand schwer verletzt oder so. Hey, servus, Grinsekatze. Ansonsten hätte es unangenehm werden. Many Reavers, an armored Unhold. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich bin da kein so großer Fan davon. Die haben wieder ihre blöden Wurfwaffen, gell? Und zwar zwei Händer. Ich habe jetzt auch zwei Händer, Junge. Yo, what just happened? Okay, der war, glaube ich, schon vorher verletzt. Yo, was, wer ist der Beastmaster? Wer ist der... Okay, er muss eigentlich weglaufen, was nicht gut ist, weil dann gleich schon mal nicht mehr so sehr in der Überzahl. Dieser Unhold sollte wahrscheinlich von ihm getankt werden, I guess. Aber ihn zu killen dauert mir wahrscheinlich zu lange. Ich glaube, ich schieße lieber mal die Reaver tot. Die Zweihand-Reaver. Die Zweihand-Reaver sind vorläufig das größte Problem, glaube ich. Okay. Nicht daneben schießen, bitte. Schlechter Anfang. Okay, okay. Nope, du kannst leider nicht auf den schießen. Vielleicht schießt du dann doch auf den Unhold. 47 auf denen. Focus feiern wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee, aber... Oh mein Gott, es geht schwer. Gut, den Armored Unhold zu beschießen macht nicht viel Sinn. Skittles hat einmal getroffen. Zwei haben einmal getroffen, einer hat zweimal getroffen. Ist okay. Ich glaube, warten aber. Oder will ich mich jetzt einfach in den Nahkampf stürzen? Du könntest dich durchaus hier raufstellen. Na, weil dann mache ich mir wieder Sorgen um meine Bogis, wenn ich das mache. Ich meine, Kali steht hier nicht so gut. Hey, Soldatenkönig! Was hast du endlich hinbekommen? Oh, holy shit! Dankeschön! Das meintest du. Gott sei Dank hat meine Lautstärke nicht so hoch eingestellt. Diesmal habe ich nur einen halberten. Nein, das war nur ein Viertel Herzinfarkt. Normalerweise habe ich einen ganzen halben. Wir müssen uns hier noch ein bisschen umstellen gleich, sobald ich mit dir abgehauen bin. Du bist zwar nur okay in Nahkampf, aber blutest du? Nein, das ist Cut Artery. Das kann ich nicht verbinden, right? Kann ich das verbinden? Nein, oder? Das ist, der ist tot. Oh, why would you do that? Why would you do that? Der Boy ist gleich einmal tot hier. Der zweite auch noch. Machen wir einen Schritt nach vorne, hauen noch einmal auf ihn drauf und wiedersehen. Ja, das heißt, wir müssen ihn ein bisschen umsortieren. Du kommst mal hier hin. Ja, wir machen mal Shield Hall. Eieiei. Es fängt gleich schon mal wirklich nicht so absolut toll an hier. Okay, es ist fein. Das ist, also fein ist es nicht, aber was soll es nicht? Du machst ein Schrittchen hier rüber. Einmal rüber gehüpft. Okay, kannst du noch einmal Shield Wallen. Ey, du hast ein Kite Shield, by the way. Graf Eli. Use it. Übrigens steht er jetzt vor Kali, das heißt, sie kann nicht mehr so gut beschossen werden. Ja. Ja, nicht gleich da auch noch reinlaufen, du blöder Unhold. Was soll denn die Kacke? Vielleicht müssen wir noch den Unhold ein bisschen schneller killen jetzt. Es steht wenigstens recht gut fürs Killen. Hör auf ihn hier zu. Wer peitscht ihn da? Wer von euch ist der fucking Beastmaster? Steht er nur da hinten rum und ist noch gar nicht da vorne, der Drecks-Beastmaster? Ich habe langsam das Gefühl, dass der sich vor uns versteckt. 88% für das hier, dafür, dass ich überhaupt keine Delle in die Rüstung reinmache. That is nice. Wir schießen zweimal auf ihn, treffen ihn sogar einmal. Which is pretty dope.
56% Chance, nö, kein Bock. Kali, 69% Chance, mehr Bock. Wunderbar. Du müsstest jetzt hier kurz mal einen kleinen Schritt zurück machen. Ich meine, der Hammer wird besser sein, deine Rüstung wegzuschießen. Also schieß mal noch auf ihn. Kill ihn. Wunderschön gemacht, Soldatenkönig. Dann haben wir hier noch kurz einen Kill hinterher. Nein, du hast da den Kopf getroffen. Not as planned. Du solltest vielleicht mal ein bisschen shielden. Das hat genau gar nichts gebracht gegen die Rüstung. Wir haben damit ihm die Rüstung killen, oder? Das ist ein Hammer. Nämlich können wir da vielleicht vernünftige Dinge tun. Je nachdem. Du machst mal noch eine Shield Wall. Wirklich, das ist nicht genug für eine Spear Wall? Aldrich, my dude. Not sure about that. Weiß nicht, wie ich mich fühle, wenn du da nicht mal eine Spear Wall beim zweiten Mal hinkriegst. Das ist schwer enttäuschend. Du bist der Shadow. Sind wir überhaupt? Nein. Spitch. Okay, wir haben doch nichts mit Rüstung hier. Ja, das ist ja auch einfach damit drauf. Mann. Fuck, waren die das letzte Mal auch so gut gepanzert? That's pretty insane. Ey, servus, Bubbler! Der Falco des Spielens, yay! wieso ist dein Schild kaputt? Kannst du ein bisschen besser auf deine Sachen aufpassen, bitte? Bam! Okay, einer tot. That is great. Schön, wenn die Leute sterben. Das Problem ist, dass ich so wenig Schaden mit euch mache. Das nervt mich so ein bisschen. Soll ich einmal mit beiden Zweihändern versuchen, mich neben ihn zu spielen, dann ein kleines Rotate reinzuhauen? Die sind unhaltbar schneller. Ja. Kann ich noch einen kleinen Rotate? Ja, kann ich auch noch. Okay, hauen wir uns da mal daneben. Einmal feste drauf, macht ein bisschen weniger Schaden. Was mir durchaus behagen würde, was sich so ein bisschen gereimt hat. Wovon ich ein großer Fan bin. Einmal, zweimal auf dich gehabt, okay. Wenigstens die Reaver haben den Anstand, zum schon doch relativ schnell den Löffel abzugeben. So wie Boe vorher. Das ist not really help. Warte mal kurz. Du hast kein Schild mehr. That is not cool. Du machst dafür mit der einen Waffe jetzt hier mehr Schaden, gell? Kannst du beides machen? Kannst du ihn betäuben? Du hast ihn nicht betäubt, Junge. You did not do what I tell you to do. Das war ein nicer Kill. Da bist du leider... Ich würde halt gerne... Nee, wir bleiben stehen. Kein Grund, sich hier irgendwie over zu extenden. Bist auch in einer Linie. Da gäbe es jetzt ein bisschen einen Grund, sich over zu extenden. Wir machen es aber trotzdem nicht. Du machst einfach gar nichts, bis du mal genug Fatigue zusammen hast, um eine einfache, blöde Shield Wall zu machen, mein Junge. Spear Wall, meine ich. Okay. Okay. Jetzt kommen sie wieder mit dem blöden Geschmeiße daher. Eigentlich ganz angenehm, dass er hier steht, weil er dann gedeckt ist von ihm. So, da ist jetzt nicht mehr viel Rüstung, oder? Ah, shit, da ist immer noch Rüstung. Du könntest vielleicht sogar mal anfangen, HP-Schaden zu machen. Not a fan of that. Aber ich meine, du bist neben ihm zu stehen gekommen, was warum nicht so schlecht ist. Das ist... Hast du auch kein Leben? Oder machen die immer nur ganz ordentlich viel Schaden hier? Bin mir gerade noch nicht ganz sicher. Oh mein Gott, Bubbler! Das taugt mir auch nicht. Das taugt mir auch nicht. Das taugen mir so einige Sachen eher weniger gut. Ich hoffe, denen ist mittlerweile die Munition ausgegangen. Damit das hier nicht alles schrecklich wird. Aber ich muss ein bisschen Land bekommen, glaube ich, zwischen mich und diesen Unhold hier. Ja, das ist auch nicht optimal. Können wir mal dich wegpfeffern? Trefferquote auch nicht optimal. Einmal, zweimal. Das zweite Mal trifft er den Kopf, damit er ihn auf keinen Fall killt. Wäre ja auch unhöflich. Erst mal dahin und schießt dabei noch auf ihn. Alright. Können wir ihn jetzt killen? Leute, bitte, ich muss den noch irgendwie festsetzen hier, sonst wird das alles ganz schrecklich. Okay, nein, momentan hat einfach keiner Bock zu treffen. Alright, cool. Du triffst ihn, damit er ein bisschen weniger Schaden macht. Das könnte auch ganz nett sein. Ich hab wie fein. Aber du bist ja auch halbtot, nicht wahr? Leute! Jesus Christ, hat es lang gedauert, den zu killen, hey. Ich meine, schön einmal geblockt zumindest. Nicht gleich wieder dich zu stören lassen, das wird unangenehm. Okay. So far so good.
Du bist ziemlich nah am Sterben, ist das Problem. Das heißt, eigentlich würde ich mich gerne um dich kümmern. Wir können dich aber vielleicht betäuben. Ich meine, die müssen auch irgendwann sterben. Mein Gott, wir machen auch keinen tatsächlichen Schaden an dem Unhold. 51% Chance, let's go. Okay, let's not go, apparently. Nicht das Kaiju kaputt machen. Oh, nein, du kannst schon wieder nicht rotaten. Kannst du rotaten? Warte mal ganz kurz. Wie war das mit Focus feiern? Oh, mein Bo ist auch da. Servus. Was du noch, dass ich spontan Frostband zocke? Oh Gott. Ich hab. Wenn es dir was hilft, ich hab zumindest ein schlechtes Gewissen. Nein, du kannst es nicht machen. Du kannst nicht mal Rotate machen, weil du zu fucking faul bist dafür. God damn it. Okay. Kannst du rotaten? Du kannst. Wer von uns kann überhaupt noch irgendwer fucking rotaten? In dieser ganzen Dreckskompanie? Was macht ihr den ganzen Tag? Naja, und wenn du hingehst, kannst du auch nichts mehr machen. Useless. All of them. Ich will aber, dass du weniger Schaden machst. Können wir auf, in den Kopf zu treffen, wenn der Kopf der einzige Platz ist, an dem sie noch Rüstung haben? Ist schlicht und einfach nicht zielführend. Nicely done, Soldatenkönig. Dankeschön. Eine kleine Shield Wall hier. Nur damit sie nochmal auf Schild drauf haben. Dir geht's nicht mehr so gut. Ist nice. Du könntest rotaten, wenn du nicht auch zu fucking faul wärst, irgendwas zu tun. Ja, dann stirb halt, mein Junge, stattdessen. Bitte. Wenn das dein innigster Wunsch ist, dann mach halt. Wir stechen nochmal auf dich an. Okay, wir stechen nicht auf dich an. Wir versuchen, auf dich einzustechen. Ich meine, dieses Kite-Schild hat einiges ausgehalten, muss ich sagen, bisher. Okay. Naja, ich meine, es hat trotzdem einiges ausgehalten. Jetzt ist halt dann irgendwann mal vorbei, das verstehe ich schon. Einmal auf dich eingehaut. Dieses Ding, sie regeneriert Leben und nimmt keinen Schaden. Das ist echt nicht okay. Du kannst auch nicht rotaten. Genau. Du kannst dich vielleicht selber rausrotaten hier. Das wäre mal cool. Einmal zweimal stochern. Einmal zweimal geschossen. Okay, dich sollten wir niedermördern. Wir tun dich niedermördern. Oh, kannst du rotaten? Kannst du deinen Erker wahrscheinlich rotaten, oder? Dann kann er dich reinrotaten. Ich glaube nicht mehr, dass ich dich für ihn was verwenden will, ehrlich gesagt. Kommst du noch dran? Du kommst noch dran, okay. Wie muss ich da stehen? Da muss ich mich hinstellen. Damit ich da einen schönen cleanen Shot reinbekomme. Dann würde ich gerne wieder dafür sorgen, dass du ein bisschen weniger Schaden machst, okay? Ich meine, es ist das erste Mal, dass er nicht getroffen hat. Es sei ihm also verziehen. Oh, schade. Du hast Rotate. Look at you go, my dude. Weißt du, was das bedeutet? Du wirst möglicherweise überleben. Sind das nicht großartige News, Graf Eli? Oh, nicht, wenn ich da stehe, möglicherweise. Ja. Oh. Oh. Du bist aber eher ein Opfer. Right. Hey, 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 chill mal. Muss ich da den Kopf treffen, wenn er... Weil ich habe das Gefühl, seitdem ich ihm seine Brustrüstung weggenommen habe, treffen wir ausschließlich seinen Kopf. Mit dem Helm. Ich bin gar nicht faul, mein Grinsekatze. Ah, ich habe nicht gesehen, dass das du warst. Ich will ja eigentlich gern weg, aber... Kann ich weg? Eins, zwei. Ich kann weg. Ich will aber ja nicht wirklich weg, weil du bist eigentlich mein Opfer. Wobei, ich will jetzt nicht zwei Leute verlieren. Cut arms in you, fractured hand. Wenn ich nichts mache... Habe ich mit dir schon irgendwas gemacht? Acts in 7 turns. Kann ich nur sehen, wie viel Fatigue... Du kannst das eh nicht machen, du hast zu viel Fatigue drauf, glaube ich. Fuck it, Wolf, du bist eh zum Sterben da. Hau drauf. Hau drauf, mein Junge. Du bleibst hier. Du kommst einmal hier zielen helfen. Dir geht's eh noch super. Einmal auf ihn eingehaut. Okay, did not help. Jetzt ihn gekillt. Nicely done. Und jetzt werden wir mal dieses Viech weiterhin beschießen. Ich glaube wirklich, dass man... Nein, diesmal haben wir tatsächlich nicht den Schädel getroffen. Alright. Du kannst aber noch zuhauen. Du triffst nur leider nicht. Okay, das war jetzt zweimal hintereinander. Vielleicht hätte ich beim ersten Mal nicht sagen sollen, dass es okay ist, weil du schon so viel getroffen hast. Jetzt glaubt sie, sie kann sich hier auf ihren Lorbeeren ausruhen. Wie gut die Kali. Not okay.
Nee, das war leider zu erwarten. Ja, das ist auch eher unangenehm. Einmal auf dich eingehauen. Das ist nicht schön. Die machen schon viel Schaden mit ihrem Bullshit hier. Mit ihrem ausgeklügelten, blöden Bullshit, den sie aufführen. Wenn sie schon einiges an bösartigen, gemeinen und unverdienten Schaden. An armen, unschuldigen Gummibäumen. Ich will mich nicht mehr mit Kali neben ihn stellen, weil ich nicht will, dass Kali stirbt. Unsere Bogis weigern sich gerade standhaft zweimal zu schießen. Das ist also not cool, weil es wäre gerade ein bisschen wichtig. Weil ihr schon zertrampelt werdet von einem ziemlich berserk-wilden Unhold hier mittlerweile. Was wir doch alle nicht wollen. Also wieso trefft ihr nicht? Alle sind halb am Sterben. Du bist auch halb am Sterben. Ich glaube, du läufst weg. Lauf, Kali, lauf in mein Leben. Okay, ja. Für Bubble ist es schlecht, natürlich. Okay. Du kannst nichts mehr machen. Das ist alles ausgesprochen schlecht. Nicht wieder zurückkommen. Ah, ich vergesse jedes Mal, dass wir die Untotenkrise haben. Ich würde so gern diesen fucking Unhold jetzt killen. Können wir da hin und einmal draufhauen? Nein, natürlich nicht. Du stehst seit 3 Runden hier nur rum. Oh mein Gott, aber das Ding ist mit deinen Füßen, ne? Bruised Leg! Ich hasse ihn. Stop it! Mit dem Nebenhorn! Okay, er flüchtet zumindest. Das ist trotzdem unangenehm. Wenn du nicht blöd hier stehen würdest, könnte ich jetzt mit dir den Unhold... Oh mein Gott, okay. Einmal auf dich geschossen. Okay, ein Treffer. Something. Wir sind trotzdem in die Bubble hier weg. Das bist du. Bist du gut, Mini? Du bist gut, Mini. Ich will dich nicht verwenden, um Bubbler zu retten. Fuck, okay, du musst dahin. Jetzt kannst du nicht mehr schießen. Ich hasse mein Leben. Okay. Einmal. Das war leider das höchste der Gefühle. Du wechselst auch schon mal. Das war jetzt zur Fatigue und nicht, dass du zu wenig Munition hättest. Aber oh mein Gott, Bubbler. Es tut mir leid. Hast du eine Cut Artery oder so? Nein. Okay. Beeindruckend, muss ich sagen. Harvard, bist du okay, Mini? Du bist okay, Mini. Okay, sorry. You need to die for all this here. Triff einfach, okay? Solange du triffst, haben wir nicht größere Probleme. Okay, lauf weg, I guess. Ja, hau ihn. Das ist zumindest einmal etwas sinnvoll. Hau drauf und triff ihn. Du machst sowas von keinen Schaden. Okay, mach eine Wall. Du bleibst mal kurz stehen. Du killst ihn bitte. Dankeschön. Wollen wir jetzt... Na, okay, du kommst da helfen nachher. Kill ihn. Okay, okay. Du bleibst da oben stehen. Ihr müsst sie treffen, bitte. Das wäre wirklich so wichtig. Hab mal ein bisschen mehr. Vielleicht hätte ich einmal... Ja, ich hätte wahrscheinlich einmal. Ich kann jetzt nur einmal schießen schon wieder. Aber so close. No, Kali. Du darfst nicht mehr. Nicht erlaubt. Aber er kommt halt gleich... Er kommt jetzt gleich dran, aber ich kille mit dem Schuss eh nicht, also mach mal lieber Fatigue Recovery. Oh mein Gott. Okay, aber okay, Mili ist tot, hat sich heldenhaft geopfert für den Rest von allen. Hildebart, du bist der Nächste. Einmal auf ihn reingehaut. Ja, der zweimal schießen könnte jetzt, kann ich, weil er im Weg steht. Das ist perfectly done. Nein, du bleibst da oben. Nein, wir haben Glück, dass der wenigstens nichts trifft, der blöde Zombie. Du bleibst weiterhin hier stehen. Ah, okay, okay, sure. Wieso sollte ihn treffen? Ich habe ein bisschen zu viel erwartet, von einem Krieger irgendwas zu treffen, nicht wahr? Wie komme ich überhaupt auf die depperte Idee? Hey, kannst du zweimal? Ich glaube, du kannst zweimal. Sei mein Held. Sei mein Held! Du kannst nicht zweimal. Ist die Munition jetzt ausgegangen? Das braucht mehr als... 12 Fatigue, ich habe 11 übrig. Einmal geblockt, wonderfully done. Okay, ich glaube, jetzt hat sein letztes Stündlein geschlagen. Oder zumindest habe ich große Hoffnungen. Mein Gott, regeneriert er viel Leben. Wirklich, war es jetzt nötig? Du warst schon fast tot, Zombie. Musstest du jetzt noch wen killen? Ist die Welt nicht schon grausam genug? I guess, geh dahin. Ah, und tu gar nichts, of course. Wegen Fatigue-Problem. Einmal, zweimal... Please, es ist so groß, das Viechi. Okay, mach. Wir versuchen es nächstes Mal. Okay.
Leute. We need to do this. Einmal. Nice. Zweimal. Nice. Nein. Einmal. Yes. Zweimal. Oh, come on. Hört auf, den Schild zu treffen. Please. Dear God. Oh my God. Einmal treffen. Oh, thank God. Okay. Uiuiui, was für ein erstes was für ein erstes Gefecht. Drei Okay-Mili sind tot. Ein Opfer ist tot. Ist nicht ganz so optimal gelaufen. Aber Bubbler lebt noch. Damit hatte ich nicht mehr gerechnet. Oh mein Gott, wir haben überhaupt nichts rausbekommen. Crap. Just a bunch of crap. Und die sind voll. Ich hasse diese Weaver. Okay, was kommt drüber? Buddha-Messer braucht man wohl nicht, ist nichts wert. Du bist ja auch nicht besonders viel wert. Ich muss jetzt drüber gehen, um zu schauen, was für viel wert ist. Du bist nichts wert, das brauche ich mir gar nicht anschauen. Das ist eine Doe, ein Buckler, you fucking kidding me. Die Helme hätte ich gerne. Ja, immer noch mehr wert als der andere Shit, nicht? Alright. So, ich würde jetzt gerne niemanden mehr treffen auf unserem Weg nach fucking Tangwall. Könnt ihr mal aufpassen, dass eure Straßen sicher... Habt ihr schon mal was von Polizei gehört oder so? Unschuldige Reisende werden hier brutal überfallen von gepanzerten Biestern. Okay, was ist denn das Sinnvolles hier? Of course not. Wir brauchen trotzdem mehr Dudes. Ulf könnte gut sein als Wildman. Wir haben noch dazu kein Geld. Wieso habe ich kein Geld? I would like to rectify that. Nachdem wir die zwei an der Axt haben, werde ich die, glaube ich, jetzt mal loswerden. Und wie viel kaufst du? Um 14. Ist lächerlich, aber wir haben keinen Platz und brauchen Geld. Von dem her werden wir trotzdem hier ein bisschen Sachen verhökern müssen. So leid mir das auch tut. Dich hätte ich auch liegen lassen können. Das ist noch ein Brotmesser, das mir vorher gar nicht aufgefallen ist. Jo, ordne das Ganze hier mal. Ich meine, Salz unter Wert verkaufen. I don't like it. Und die ganzen Wurfwaffen nicht. Auch nicht so viele von denen. Wow, das habe ich auch nicht gesehen. Das ist ebenfalls nichts wert. Sind die Dinger sind später was wert, oder? Wenn sie ein bisschen repariert sind. Wenn wir dich mal los. Dann dich und dich mal los. Dich auf alle Fälle auch. Die beiden. Ein paar Hämmer könnte ich mir noch behalten für den Fall der Fälle. Dich werden wir mal los. Das Zeug zu reparieren lohnt sich ja bekanntlich. Wir werden dich los. Das Zeug zu reparieren lohnt sich auch. Dich zu reparieren lohnt nicht. Dich scheinbar auch nicht. Weg damit, weg damit, weg damit. Das eine behalte ich mir für den Wert. Wobei ich es wirklich auch mit den Kite-Shields schauen kann eigentlich. Von dem her, nein. Ich habe es mir gerade anders überlegt. Wir behalten ein paar Kite-Shields und ein paar von den Heatern. Das kommt weg. Boas Helm behalten wir dabei. Du kommst weg. Das ist crap. Ich finde die schon besser aus als diese Tropfhelme da oder was auch immer das sein soll. Es ist halt so wenig Fatigue, wenn ich jemandem diesen Helm gebe. Ah, wir haben die 130er Rüstung hier. Das war eigentlich auch nur eine einzige herbe Enttäuschung. Alright, 5000. Wir brauchen definitiv Tools. Leider Gottes. Wir brauchen ein bisschen was zu essen. Gib einen Schinken her. Das ist ein bisschen teure Munition und wir haben zumindest noch ein bisschen Munition. Ich glaube, wir werden nur ein paar. Wir müssen echt viele Leute kriegen. Vor allem, wenn wir gleich noch. Plus eins hier, weil wir gleich noch eine ziemlich schwere Herausforderung haben eigentlich. Mit der Hälfte meiner Leute, die Rookies sein werden. Plus zwei ist schon nicht so gut. Vielleicht gebe ich dir kurz plus drei Leben. Ich glaube, du kriegst das nächste Brawny. Ein bisschen mehr Fatigue zur Verfügung hättest. Ich meine, wir müssen eh noch warten. Ist Kali Max Level? Mit 82 ist es aber ziemlich kacke, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist 1 vor Max. Plus 2. Plus 3. Alright. Das ist Battleforged. Ich würde eigentlich gerne Berserk geben. Möchte ich sonst noch irgendwas geben? Das ist Brawny, das ist Dutation. Das ist das.
Achso, warte mal. Reach Advantage wegen der Zweihandwaffe, gell? Wobei, für die Mace ist das nicht so gut, weil du nicht so oft multiple Gegner auf einmal angreifst. Vielleicht gebe ich dir lieber Berserk. Dein alter Ego ist auch in der Boje. Ja, das ist leider richtig. Es ist meine halbe Kompanie gestorben, alright? Ich glaube, ist mit der Mace actually Berserk lieber. Hildebert, gut, Mili, bekommt die plus 2 hier. Die plus 1 kriegst du nicht, weil das ist eine bodenlose Frechheit. Du kriegst den Resolve und die plus 2 hier. Und Rotation, ja, thank fucking God. Soldatenkönig kriegt die plus 2 hier. Die plus 3 in Hit Defense. Ugh. Okay, kriegst du zumindest mal auf 41 Resolve. Das ist das der Crap, den du vorher hattest. Du kriegst jetzt auch Berserk. Für Bogis mag ich es am allerliebsten. Alright, ja, wir werden einfach mal drei Leute hier anheuern und sehen, was sie so können. Holy crap, Eva. Drei Sternchen. Was wird denn das? Talents Battle Brother und 54 ist für eine Farm ein ziemlich doper Anfang. Das sehe ich gerne. Hat auch 107 verdient. Der Dude ist echt nicht schlecht. Mili Skill, Freestyles 3 bis 4, 35 dazu, 89. Yes, gut, Mili. I like it. Nicht Melee. Nahkampf. Wieso mache ich immer noch. Man schreibt halt Mili schneller, deswegen mache ich das. Ich weiß, dass ich jetzt die ganze Zeit abwechsle. Aber ich bin sehr froh, dass wir Eva hier aufgegabelt haben. Ich hoffe, er stirbt nicht sofort. Ich meine, du bist eigentlich Opfer, wenn man ehrlich ist. Das ist gar nicht so schlecht, aber ich habe mittlerweile höhere Ansprüche. Was mit dir? Holy Motherfucker! Zumindest okay, Mili. Könntest du sogar so gut Mili durchgehen, würde ich sagen, mit zwei Sternchen. Aber was kommst du am Schluss? 30 haben wir dazu. 87, right? I guess. Ich meine, gut ist übertrieben, aber. Nahkampf. Vergesst es sofort wieder. Okay, dann müsst jetzt hier nochmal kurz ausgerüstet werden. Hat jemand von euch extrem viel Fatigue bereits? Probably not, right? Du hast schon recht viel. Weißt du, wenn du so einen Helm bekommst? Slap it on. Sexy Motherfucker. Okay, du kriegst die gute Rüstung. Du kriegst ein Speerchen, weil du momentan noch nichts treffen ist. Und du kriegst ein Kite-Shield und du kriegst ein Dolch. Jetzt sag mir noch einer, dass das Leben nicht schön ist. Arne Opfer kriegt... Nach seinem Status natürlich die Rüstung hier. Einen normalen Helm. Aber das ist doch nicht so wenig Fatigue. Wie viel hast du? Immer noch 4 Arbeit. Was ist, wenn ich dir das hier aufsetze? Ne, 62 sind wir schon am unteren Ende. Weil es ist halt schwieriger zu killen sein, wenn ich dir das gebe. Aber ich glaube, ich gebe das. Ne, fuck it. Why not? Du kriegst ein Kite Shield. Wie viel hast du jetzt noch? 60 Fatigue. That's fine. Ein Speerchen. Ein Dolch. Und nun kommst du mal auf die eine Seite hier. Naja. Ich meine, sie schauen angsteinflößend aus, würde ich mal sagen. Du kriegst das hier, du kriegst auch noch einen solchen Helm. Du kriegst sicher keine Zweihand-Axt, du kompletter Volltrottel. Sondern du kriegst entweder auch ein Speer oder von mir aus ein Schwert, wollen wir mal nicht so sein. Kriegst du ein Schwert, das hier. Und du müsstest mal wieder ein Schild bekommen, weil ich das 100% vergesse sonst vom nächsten Mal. Du brauchst auch ein Schild. Langsam gehen uns die Schilde aus hier. Alright, jetzt sollten wir wieder auf den Chat zurückschauen. Hat der Bogi mit Nahkampf schon ein Messer? Wer ist der Bogi mit Nahkampf? Ja, Eboe 22 kommt als Bogi. Da muss ich zuerst wieder einen Jäger finden. Aber wir könnten Eboe... Wobei, er war noch nie da. Wir machen das eigentlich nur für Eboe hier. Aber sonst momentan sind alle die... Ja, ich behalte die momentan noch so. Eva ist ein geiler Name. Okay, wir brauchen noch eine Person mehr. Ich würde den ganzen Shit hier gerne noch reparieren. Ist hier immer noch eine größere Stadt in der Nähe? Was bist du? Ein Daytainer. Ich meine, man kann es probieren für 90. Aber wir könnten auch stattdessen probieren, noch einen besseren aufzuklauben.
Wobei, ich muss sagen, meine Stimmung ist gerade wieder sehr gestiegen. Das waren, dafür, was für Backgrounds das waren, sind das absolute Top-Rekruten, die wir bekommen haben. Wir müssen eh noch in der Gegend rumlaufen, weil alle sind so schwer verletzt, dass ich nicht dran denken kann, momentan die Mission zu erfüllen. Also können wir auch mal den ganzen Shit wieder rauf reparieren. Und versuchen, noch einen mehr aufzutreiben. Und vielleicht das Zeug irgendwo hin zu verkaufen, muss ich es auch tatsächlich zu schätzen wissen, die blöden Säcke. Das ist alles nicht besonders toll. Von der Stadtgröße her. Könnte wieder nach Himmelwacht runtergehen, ist aber auch nicht besonders groß, die Stadt. Was ist mit Ravestad? Minzig klein. Ich meine, da bin ich wenigstens schon mal in der richtigen Richtung da drüben und es gibt drei Städte. Ich hoffe nur, ich begegne niemanden auf dem Weg. Ich muss da jetzt mal ein bisschen hier ein Auge drauf haben, ansonsten wird das sehr, sehr böse für uns enden. Ey, da sind Leute, die uns beschützen kommen. Vielleicht sollten wir einfach neben ihnen herlaufen. Sie bezahlen, um unsere Bodyguards zu sein. Okay. Soweit, so gut. Moment, da sind wir jetzt am meisten in der Wildnis. Ich habe echt Angst, dass da irgendwo irgendwelche Wälder auftauchen. Ich glaube, ich werde weglaufen, falls welche auftauchen. Okay, da ist die Trading Caravan. Geht die überfallen? No! Stop it! A few Necro-Servants. Deine Mama, Junge. Geh weg. Okay. Was gibt's hier so zu heilen? Oh, sind das Deserter? Retired Soldier für 1,98. Look, und es ist schon Level 2, das Ding, sie. Okay, interesting. Wie viel zahlst du für meinen wunderschönen Ship, meine tollen Waren, genauso viel wie die von vorher? Nichts. Kauf so ein bisschen Shit. Ich will den, oh, warte mal, 3,25 ist immer noch unter Preis. Du verkaufst auch die Tools zu teuer. Okay, du bist unsympathisch in einer Gänze. Wir werden uns Erland hier zulegen. Für 1,98, Retired Soldier, why not? Weil du jetzt fast kein Geld mehr hast. Yo, das ist schon okay. 63 mit 2 Sternen. Hello, good friend. Wow. Sollten mal öfter 4 Leute sterben. Wenn das Resultat ist davon. Okay. Okay. Und kriegt das Level auch noch gleich dazu. Ist er schon auf 66, der Junge. Da ein bisschen Defense hier. Oh, okay. I see where the problem is. I see where the problem is. Du kriegst mal einen Kolossus draufgefetzt. Bist gerade mal immer noch auf 51 Leben. Du bist nicht gerade dafür prädestiniert zu überleben. Wenigstens hast du schon eine okay Rüstung. For something, I guess. Slap a helm on it. Gib ihm ein sinnvolles Schwert. So. Okay. Wobei wir dann, wenn wir gegen die Untoten kämpfen, das vielleicht doch gegen Hämmer austauschen wollen oder so. Wir müssen, wie gesagt, immer noch rumlaufen für die... Oh, wir brauchen auch neue Medical Supplies, actually. Damit die Verletzungen heilen. Das heißt, 220... 227 ist nicht schlecht dafür eigentlich. Gib mal her. Dann kann ich schauen, ob mir noch irgendwer, ob da vielleicht irgendwer ambushed Trade Routes hat oder so, wo man ein bisschen mehr Geld aus meinem wunderschönen Waren rausholen kann. Aber immerhin haben wir eine Truppe, die jetzt die okay ist. Ist halt leider under level gerade. Aber das Potenzial ist da, würde ich mal sagen. Wie sieht's bei dir aus? Wie viel zahlst du? 14. Ist es irgendwie festgesetzt? Habt ihr sowjetische Preispolitik so? Mit Fixpreisen? Oder was ist los? Jägerchen? No. Ich habe echt schon lange keinen Jäger mehr gesehen. Shit, und die Tools sind mir auch noch ausgegangen zur Sicherheit. Dabei habe ich doch eh gerade welche gekauft gehabt. Ich hoffe, dass der Großteil dieses Preises daran besteht, dass wir bis darauf laufen mussten. Und nicht in der Schwere der Aufgabe. Ansonsten machen wir mir ein bisschen ins Hemd. Beziehungsweise Höschen. Je nachdem, was einem lieber ist. 15, immerhin. Hat sich das nicht gelohnt. Ein ganzer Prozent mehr. Und 3,46 ist sogar leicht über Preis für Salz. Alright, ich glaube, du bist der glückliche Gewinner. Unserer Warentombola hier. Get all this shit.
Okay, haben wir schon mal Geld bekommen und kaufen uns noch Tools. Ah, wir haben nicht so wenig Munition. Wir kaufen mal alle Tools. Ich bin im Kaufrausch. Wir werden eine von euch los. Warum bist du mehr wert? 50 bis... Wegen den 5? Das ist das Einzige, was daran besser ist, oder? Okay, das hält mehr aus, aber... Die plus 5 Max-Schaden... Dafür ignoriert das mehr Armor. Macht genauso viel Gegenarme. Ich finde die einfach besser. Kann mir nicht helfen. Du bist auch noch verscherbelt. Du bist verscherbelt. Wie hast du dich überhaupt hier hingeschummelt? Gedacht, du auch. Jesus. Das ist für Crap, die wir hier rumliegen haben. Die Flails. Ich glaube, die Zeiten. Die goldenen Zeiten der Flails sind vorbei. Du bist weg. Nein. Wollen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja lächerlich. Du kommst auch weg. Okay. Sind wir auf 3000. Haben einen Haufen Tools. Oh, Essen geht uns schon wieder aus. Diesmal jetzt können wir mal ein bisschen Grain kaufen. Wir haben sie jetzt die ganze Zeit schön mit Wild und Schinken und solchen Sachen gefüttert. Jetzt können sie mal wieder ein bisschen kürzer treten hier. Aus Respekt vor den gefallenen Kameraden und meinem Geldbörsel. 150 für einen Wildman? Ist aber jetzt irgendwie auch ein Schnäppchen. Okay. Nehmen wir auch noch mit. Sterben wir genug Leute. Okay, du bist eher so der Mist gewesen. Das ist fein. Ein weiteres Opfer für die Truppe. Okay, auf der linken Seite haben wir irgendwo noch einen okay-Nahkampf. Wir haben keine okay-Nahkämpfer mehr. Ich habe sie alle umgebracht. shit. Das heißt, auf deiner Flanke will ich, dass überhaupt niemand stirbt. Okay, ich glaube, jetzt werden wir uns schlicht und einfach nur hinchillen. Weil ich will immer noch nicht mich in den Kampf werfen. Aber dann heilen wir wenigstens ein bisschen schneller. Ich repariere jetzt den restlichen Shit auch noch. Noch einmal drüber schlafen. Oh. You cross into a small hamlet. Ich campe am gleichen Platz, Spiel. Wie zum Geier sind wir bei einem Small Hamlet vorbeigekommen. Besides the path. Which fucking path? Wir campen. It's a rather nondescript place, save for the woman tied atop a soon-to-be bonfire. Das ist jetzt echt nicht freundlich. She's surrounded by a band of peasants, as is usual for a woman in this position. A monk from the mob reads from a holy tome, apparently letting everyone know the deontological nature, ich weiß ganz genau, wie man das sagt, of her crimes. Another man dutifully stands with a torch, his hands itchy to put it to use. Oder vielleicht, weil die Fackel zu heiß ist. Seeing you, man darf nicht von allen Leuten immer vom Schlimmsten ausgehen. Nicht mal von denen, die neben einer Frau steht, die über einem, naja, noch nicht Feuer, Scheiterhaufen gefesselt ist. Seeing you, the woman shouts for help. They're going to burn me. Yep, I figured. You must do something, I've done no wrong here. Let's free her. What do the old gods say, Bubbler der Dritte? Fragen wir Bubbler. Bubbler, was sagst du zu der Sache? The monk, Bubbler der Dritte, sits with the town's own friar and talks for a time and they're done and not is given to the torchman. Yo, Bubbler, du hast jetzt gerade einfach eine Frau verbrannt. The woman screams for mercy. Ma, Bubbler, Bubbler. But the flames have none for her. Slowly working up feet first. Slowly working up feet first. Come on. It is a horrific sight, obviously, and only when she smoke... is a choking cloud does the dying woman go silent. The fire consumes her entirely as the rest of the town claps and cheers. Bubbler der Dritte, Bubbler ist schuld ausnahmsweise, nicht ihr Boer, states that she was clearly a witch and had to be done away with. You're not sure. All you saw was a woman burned alive. Yeah, because that's pretty much what happened. But you trust that he knows more than you about the war between the old gods and the evils of sorcery. Okay. Rooting out evil is never easy. Mein Gott, Bubbler. Ich weiß nicht, dass Bubbler so blutrünstig ist. Ist immer so nett rübergekommen im Chat. Fractured Elbow, 1 bis 3 Tage, 1 bis 2 Tage. 1 bis 2 Tage, 2 bis 5 Tage. Okay, wir chillen noch. Hoffentlich verbrennen wir, während wir chillen, nicht noch mehr Frauen.
traut er sich nicht mal mehr in den Chat. Wie eine verbrannte Frau. Ich weiß auch, dass das riveting Gameplay ist hier. Was soll ich machen? Ihr seid alle habt alle eure WWchen. Broken Nose, ist das so schlimm? Was tut deine Broken Nose? Minus, ist schon kacke. Aber okay, von mir aus. Aber 1 bis 4 Tage ist mir zu deppert. Okay, wir chillen noch. Chillen wir noch? Nee, es reicht. Genug gechillt. Oh, shit, wir brauchen mehr Essen. Im Laufe der Chillen ist uns das Essen ausgegangen. Es kommt davon, wenn man nicht was Schönes arbeitet. Ja, okay, kriegt ihr von mir jetzt wieder wild, völlig überteuert. Und ein Sandwich. Alright, auf in den Kampf. Brauchen wir schon 2 Tage, bis wir da oben sind. Oh my fuck God, einmal schaut man nicht auf die Karte, sondern auf den Chat und dann geht's zur Sache. I want to do some ancient leader. Hey, darf ich da mitmachen? Please. Ah, die stehen alle wieder auf, die Säcke, jetzt, wenn sie sterben, gell? Auf der anderen Seite habe ich dann 2 Chancen, die Rüstung zu bekommen von Mr. Dude. Wir wollen sich sofort einmischen. Und ich glaube, wir wollen eher die Untoten killen, von denen habe ich mehr Angst. Okay. Gehen wir mal unschuldig ein bisschen hier rauf. Er bestimmt gerade seinen Vertrag für Australien und das schon etwas gut machen. Was da war, der war fies. Du gehst dahin. Okay, wo ist der Leader? Ich will nur den Leader killen, okay? Aber es wäre nett, wenn er nicht wieder aufstehen würde. Können wir nicht den Leader verbrennen statt der Frau? Kannst du dich bitte um die Untoten kümmern? Könnt ihr bitte nicht zusammenhalten, ihr Säcke? Manche Leute, ehrlich. Nicht zu glauben. Machen gemeinsame Sachen mit uns. Du bist der Leader, nicht wahr? Bloody Ludolf! How's it going, my man? Wo ist mein Öpfelchen? Ist auf der anderen Seite, gell? Da ist mein Öpfelchen. Mein Öpfelchen sollte zum Leader. Eigentlich. Du haust dich hier mal beschützend vor unsere Bogies. Das geht so nicht aus. Das ist ungut. Brauchst du mehr, Philipp? Bist du der mehr? Nein, das ist keine Verletzung. Wieso kannst du denn nicht... Mach halt mal ein bisschen Sport, Grinsekatze. Erland? Ihr seid beide gut Nahkampf und noch nicht gut. Das ist schlecht. Euch sollte ich wirklich nicht dahinstellen. Vielleicht Hildebert? Weil Arne kriege ich nicht rechtzeitig darüber. Ich glaube, Grinsekatze muss vielleicht das Tanken übernehmen hier. Nee, kannst du mal... Okay, komm mal dahin für einen Moment. Ich habe nicht gedacht, dass die einfach jetzt gleich aufhören, auf sich gegenseitig einzuschlagen und stattdessen beide in meine Richtung kommen. Das war eigentlich nicht so ganz der Plan. Ich glaube, ich bin zu früh nach vorne gestürmt. Ja, dann guckst du mal hier hin. Ja, dann sehr gut. Die Untoten haben wenigstens ein Fitzelchen Ehre in sich, im Gegensatz zu den Raidern. Wir versuchen noch, nicht nur auf mich loszugehen. Okay, Hildebald, du versuchst da gleich auch mal kurz rüberzukommen. Geh mal dahin, aber pass ein bisschen auf dich auf, mein Junge. Oh, Hildebert ist der, der nicht weit laufen kann. Okay, war nicht gut. Ja, vor allem wäre wichtig, dass ihr die Ancient Legionaries killt, bevor sie zu kennst. Was soll die Scheiße? Ihr Feiglinge. Ja, okay. Sehr schön. Ich meine, ich weiß nicht, ob du... Ob es viel Sinn macht, mit einer Waffe, wo jemand zu bluten anfängt, auf Skelette einzuhauen, aber... Look who's talking. Ich meine, ich kann einfach nur morden. Seems like an excellent idea. Aber vielleicht warten wir auch einfach noch kurz. Okay, ich finde es nett, dass du dich nicht dahin stellst. Sehr kooperativ. Du bleibst kurz hier. Was macht der Leader? Der Leader kann schon zu mir kommen, so ist es nicht. Der Leader macht gar nichts. Und das für ein Leader, bitte. What the fuck are you people doing? Okay, du bleibst hier.
Ich glaube, du hast wirklich nichts Besseres zu tun, als hier mal mit Werf. Ah nein, doch, du hast doch noch Besseres zu tun, nämlich warten, bis da andere Leute neben ihm stehen und deine Trefferchance erhöhen. Das ist richtig. Du kommst dahin. Können wir mal betäuben vielleicht? Bam. Antwort ist ja. Wunderbar. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir machen auf der linken Flanke dann noch mehr Leute als auf der rechten. Du bleibst einfach mal hier, actually, mit einer Shield Wall, chillst. Ja, du machst mal den beschwerlichen Weg dich darüber, damit du den hier tanken kannst, wie du ja sollst. Wie ist deine Bestimmung, ist Luke? Oder Arne? Ist ja egal. Du machst einen Schritt hier nach vorne und dann kannst du eigentlich noch einen kleinen Stab hier reinkriegen. Schön schlägern. Aber bitte, könnt ihr noch die Skelette killen? Das ist immer so schwer, die zu killen. Ich will eigentlich nur eine Flanke absichern. Ich will nicht wirklich in deine Nähe kommen, um ehrlich zu sein. Vielleicht hau dich mal dahin, nur dass sie nicht neben dem Bogi können. Nein, nicht seine Rüstung kaputt machen, du komplett wahnsinniger Ancient Legionary. Oh mein Gott. Kurz passt man nicht auf. Können wir wenigstens mal dessen Rüstung wegschießen? Ich weiß, dass Bogis gegen Ancient Legionaries nicht viel bringen und auch gegen Rüstung nicht, aber das ist das Einzige auf diesem gesamten Schlachtfeld, von dem ich momentan Angst habe. Stop! Oh mein Gott. Nein, er geht sich seine Rüstung kaputt machen. Stop it, Brigand Leader. Mein Gott. Eieieiei. Okay. Schön. Ja, du... Geht zu viel los mit einem Speer. Das wird super funktionieren. No problems. Okay, du bleibst mal da. Ich glaube, ich werde die Rüstung nie im Leben bekommen. Wieso kommt er nicht zu mir unter? Wieso kommt er nicht zu Papa? Bloody Ludolf, my ass. Running Ludolf. Ich meine, wir warten mal wieder. Na, no, nice, die Tarn und jetzt so schnell auf ihn. Schubs ihn weg oder so, dein armer Leader. Denk an seine Rüstung. Okay, hast du noch volle Rüstung? Er hat noch volle Rüstung. Nicht auf den Leader einschlagen. Der hat ein Schild, den triffst du nicht gut. Hau auf ihn was anderes, blödes Skelett. Please. Okay, komm mal dahin. Damit wir ein bisschen Übersicht haben. Okay, ich kann nicht auf die schießen. Was soll die Scheiße eigentlich? Na, fuck it. Versuchen wir den Armbrustschützen zu killen. Bam! Skills. Schießen wir mal auf dich, wenn wir schon dabei sind. Ich meine, ich habe Berserk auf dir jetzt, oder? Also einfach ein heutiges Whamsty und dann kannst du immer noch gemütlich nach vorne strollen, wenn du möchtest. Wir warten, habe ich gesagt. Wir sind nicht so stürmisch. Wenn man am Anfang zu stürmisch, dann zu wenig stürmisch. Du stehst schlecht. Wir haben einfach nur mehr Untote gegen uns nachher. Oh, naja, ich glaube, ich sehe da ein bisschen schwarz für seine Rüstung. Zu viele Legionaries rundherum. Das ist ungesund, glaub mir, ich habe das selber ausprobiert, ich kann es nicht weiterempfehlen. Hast du gerade geblockt? Ja, und da ist sie schon. Ganz schöne Rüstung. Das ist keine schlechte, das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Rüstung. Ist das nicht die gleiche, die... Wo ist man? Ja, wo ist, ist nicht die gleiche, die du hast, aber ist die gleiche, die du hast vielleicht? Nein, du hast die gleiche wie er, oder? Na, egal. Ich muss sie mir gar nicht anschauen, die blöde Rüstung, weil ich krieg sie sowieso nicht. Wenn ich mutiger wäre, würde mich diese Skelette morden. Mut has his downsides. Its downsides? Nicht wirklich eine männliche Person, anyways. Du bleibst hier. Arne, ja, keine Ahnung, komm hier mal in die Flanken. Ein bisschen komisch, wenn wir in die Richtung kämpfen, finde ich. Scholl, komm mal dahin. Ein Schrittchen noch. Okay, kein Schrittchen nach vorne. Wir können gar nicht dahin gehen, von der Shield Wall einfach mal.
Zwei Hände. Nicely done. Ja, ja, mach das Skelett kaputt. Das ist die schöne Rüstung. Wobei die. Ja, wieso bist du da hingegangen, du Idiot? Echt sauer auf ihn. Und die Axt wäre auch schön. Ich glaube, wir müssen ihn mal kurz hier ein bisschen unterstützen, eingreifen. Für unseren lieben Bloody Ludolf. Weil, mir gefällt das Mutter nicht. Okay. Sag mal, wie zum Geil, wirklich wegen dem blöden Busch, kann ich nicht auf dich schießen. Das ist eine absolute Frechheit und ich akzeptiere das nicht. Das ist grundlose Gängelung unschuldiger Bogenschützen hier. Immer noch mal ein paar Schrittchen nach vorne. Bleibst du mal hier? Nein, du machst einen Schritt hier hin. Jetzt immer auf nichts Vernünftiges schießen. Ich meine, ja, dann treffe ich jetzt wieder die eigene Rüstung. Ich schieße dahin. Wow. Nicely done, Skittles. Ich will nicht noch weiter nach vorne, weil sonst haut er mich. Okay, warte kurz. Nichts überstürzen. Warten. Ich meine, Arne, mein Dude, du kannst mal dahin, ein bisschen Shield wollen. Nur falls sie was angreifen, dass sie dich angreifen. Okay, sehr gut, ja, greift den zwei Hände an. Irgendwas ist gerade gestorben, which is fine. Okay, dann will ich wenigstens mal in diesem Busch vorbei sein, dann gibt es ja immer noch diesen Busch. Anyways, komm mal dahin. Ich glaube nicht, dass sie auf meine Bogen schießen werden, ich glaube, sie sind gerade anderweitig beschäftigt. Warte noch kurz, warte noch kurz. Okay. Sagen sie, sind begabter im Skelette bekämpfen als ich, habe ich so momentan das Gefühl. Muss man neidlos anerkennen. Ich glaube, so stehen wir eigentlich ganz gut gerade. I don't have a problem with this. Genau, ein bisschen Shield Wallen in der Gegend herum. Because why not? Die Antwort darauf wäre, weil es Fatigue verbraucht und ich immer zu wenig Fatigue habe. Aber dafür können sie weniger gut getroffen werden. Ja, du bleibst hier mal kurz als Schutzwall stehen. Ich hab den eigenen angeschossen. Ja, kill die Skelette. Let's go. I approve of this shield wall, die der gute Bloody Ludolf gerade gemacht hat. Jetzt hat der Sack schon einen Dolch in der Hand. Und was macht er? Der hier? Er haut trotzdem mit der Attacke drauf, die Rüstung kostet. Ich hasse euch mit euren Shield Walls. Und euch mit euren Mordwaffen. Ich meine, wollen wir jetzt schon eingreifen? Ist eigentlich völlig übertrieben, oder? Wir können immer noch chillen. Ich glaube eh nicht mehr an die Rüstung, wirklich. Und da jetzt voll heiß über Kopf reinlaufen, um die Rüstung zu bekommen. Ich halte das für falsch. Wir sind zwar immer selbstlos, aber wir müssen auch hin und wieder an die eigene Rüstung denken. Nicht immer nur an die der anderen. Okay, ich sollte nicht Shield Wall. It's useless. Du kannst mal dahin, Arne. Iva, sorry. Es ist wichtig, dass ich Arne und Iva voneinander unterscheiden kann. Ich meine, können wir dich zu Tode schießen? It's a waste, aber... Ich mag die Idee irgendwie. Nur um zu zeigen, wo der Hammer hängt. Wieso können wir aufhören, Köpfe zu treffen, wenn wir... Langsam wird es auffällig hier, diese Verschwörung, die gegen mich gebildet wurde. Okay, lieber den Kopf treffen, als gar nichts treffen. Fair point. Oh, servus Morris. Lebt mein Avatar noch? Definiere Leben in unseren Herzen? Absolut. Sonst? Sonst? Wäre die Antwort darauf nein, quasi, müsste man fast so sagen.
Sei nicht so unsensible, Boy. Sag da einfach nö. Aber was viel schlimmer ist, Bubbler hat eine Frau verbrannt. So. Sei froh, dass nur dein Avatar gestorben ist. Ich hab dich mit Pfeil und Bogen gekillt, du blödes Skelett. Eat shit. Ich meine, ich will euch nicht wirklich killen. Also, weil ich euch kill, steht sie nur wieder auf und macht's bei der anderen Seite mit. Kannst du noch sein Schild kaputt machen, lieber Leader? Die ganzen anderen Untoten stehen da oben, oder? Aber es war nicht so viel. Es waren a few ancient legionaries. Also, ich glaube, es ist alles halb so schlimm in Wahrheit. Arne, chill mal kurz. Chill. Chillen ist angesagt. Yep, chillen bitte. Yes. Yes, Bloody Ludolf. Beschütze deine Rüstung. Ich meine, irgendwann müssen wir ein bisschen nach vorne gehen. Aber jetzt schon? Ich meine, er ist nicht mehr am Leben. Also wir können so ein paar Meter weiter nach vorne. Ohne es jetzt zu übertreiben. Und dass wir uns im Notfall auch ein bisschen mitmachen können. Du lebst wahrscheinlich gleich wieder, oder? Okay. Komm mal da. Mach nicht Shield Wall. Bin ich direkt neben dich eigentlich? Wie wär's, wenn wir... Du machst mal da ein Schrittchen nach vorne. Baby Steps. Du... Wo gehe ich dann mit dir hin, ist aber die Frage. Du gehst dann dahin, sobald Arne sein Shit wieder zusammen hat. Okay, wunderbar. Du machst hier nicht Shield Wall. Wir schauen uns nur mal um. Oder ich stelle mich jetzt direkt neben dich. Ich glaube, nein. Oder ja? Bleibst du mal hier stehen? Vielleicht bleibst du für einen Moment einmal hier stehen. Du gehst dahin und machst die Shield Wall. Oh, der Bogi kommt gar nicht mehr dran. Du gehst dahin. Und im Notfall die Sekt. Da ist noch ein. Das sind zu viele Ancient Legionaries. Wieso sind das so viele? Ich dachte, es wären a few. Waren es some? Waren es lots of? Kann mich nicht mehr erinnern. Ich dachte, es wären a few, aber dann war das a few wohl bei anderer. Wie es aussieht. Ey! Da gibt es immer noch Ancient Legionaries. Ja! You know what's up. Da kommt man abends leicht angetrunken nach Hause, denkt an nichts Schlimmes und dann das. Ich weiß, ich finde es auch schrecklich, dass Bubble eine Frau verbrannt hat. Er hat die halbe Kompanie draufgehen lassen. 4 Leute. Also heute. Und wir haben guten Ersatz. Nur noch keine. Bist du mal wieder in der Frontreihe, Morris? Hinten hat es auch nicht geklappt. Er bringt uns also alle gerade wieder um. Graf Edi, so ein Blödsinn. Du lebst noch. Glaube ich. Relativ sicher. Du warst gut, Mili. Da, Graf Edi! Quick Fidel bist du. Einmal drauf gehen. Danke für nichts, Kali. Quietsch Fidel ist es. Quietsch Fidel. I remember. 16%. Ich hasse sie mit ihren blöden Schilden. Sie nerven dermaßen. Wieso haben Leute überhaupt Schilde? Ich sollte der Einzige sein, dem es erlaubt ist, Schilde zu benutzen. Und wenn es solche blöden Bony Bros haben, ist es echt ziemlich nervig. Sollte verboten sein. Ah, fuck it. Eat shit. Mach die Dings kaputt. Mach das, also die Dings meine ich das Schild. Nur der falsche Artikel. What a dude. Er schupft ihn weg von ihm. Well done. Ich meine, ich hätte echt Bock, dich zu messern. Können wir uns da hinstellen und versuchen, dich zu messern, während du mit dem beschäftigt bist? Kinda love that idea. Bisschen risky. Klitzeklein bisschen risky. It's fine though. Ah, warte, du existierst noch. Problematisch. Du kommst mal hier hin. Ey, du musst dich hier ein bisschen wehren. Die sind gefährlich, die Jungs. D
dich killen möchte, sehr positiv. Graffini, wie fühlst du dich? 260 Rüstung, 140 Rüstung, kann quasi nichts schief gehen, oder? Wenn ich dich direkt neben dem mit der Mörderwaffe stelle. Right? Shouldn't be a problem. Warte noch kurz. Ich weiß, du kannst es kaum erwarten, aber wir müssen noch schauen, ob wir da nicht irgendwas, ein paar Dellen in diese Rüstung reinhauen können. Ich würde dich eigentlich auch gern dich killen, bevor du nochmal die arme Kali da zweihänderst. Aber auf eine Art und Weise ist sie ja selber schuld, weil sie dich nicht getroffen hat. Von dem her braucht sie vielleicht die Schmerzen, damit sie was lernt. Die Sommelegionäre zum letzten Mal. Nein, das sind neue. Und diesmal haben wir eigentlich Hilfe. Die wurden nur ein bisschen überrannt. Wow, Bubbler meldet sich zu Wort. Nur um das mal klarzustellen, die Frau war eine ketzerische Hexe, die uns alle verfluchen wollte. Na, ich meine, in dem Fall bist du quasi ein Held. Ich war mir nur nicht sicher. So wie das Wording dieses Events war, war das nicht ganz klar. Das nennt man Flirten, da ist man nicht gleich eine Hexe. Oh. True story. Du gehst jetzt dahin. Oh, whoopsi. Das ist das Opfer, okay? Das zählt nicht, wenn ich da einen Fehler mache. Das ist dafür da, dass es Schaden nimmt. Stop it! Die ganze Rüstung weg. Gerade wo ich in Messern gehen will. Und er verpisst sich, kann mich nicht mehr nehmen. Oh mein Gott, this is annoying. Du gehst dahin. Okay, Leute. Ich gebe zu, ich lasse euch vielleicht mal öfters sterben. Aber das ist überhaupt kein Grund, hier zu streiken und nichts mehr zu treffen. Ich finde, das ist schon den ganzen Abend lang so. Niemand will irgendwas treffen, alle schießen irgendwo hin. Schrecklich. Manchmal hat man es auch schwer. Als Kommandant. Iva, bist du alleine darauf laufen, um die zu killen? I don't know. Do you? Das ist ein Kite-Shield. Das ist ein fancy Helm. Ah, why not? Du gehst dahin. Bam! Ich meine, Quadera Demonstrandum. Frauen kann er verbrennen. Aber Leute mit zwei Händen treffen? Nö, das ist zu viel verlangt. Bodenloser. Ich glaube, wir gehen den Schild kaputt machen. Graf Eli, let's go. Zeig, was du kannst. Da. Immerhin trifft er den Schild. It's something. Ich meine, das sind 100%, aber bin ich mir ja trotzdem nicht sicher, wie das läuft hier. Kali. Kali, das war eine 90... Das war gerade die zweite 90% Chance in einer Reihe, die du verkackt hast. Ich will dich nur darauf hinweisen. Okay. Er ist fein. Einmal. Zweimal. Okay, Soldatenkönig zeigt sein preußisches Können. Wieder auf fuck, ich hab preußisch gesagt. Es tut mir leid. Ich möchte mich in aller Form bei allen entschuldigen. Ich versuche normalerweise darauf zu achten, dass ich keine hässliche Sprache verwende, aber hin und wieder geht's leider ein bisschen schief. Ich gelobe Besserung. Hau mal da drauf. Hau noch mal da drauf. 51% Chance. Okay. Dann nicht, I guess. Zweimal in die Richtung gefetzt. Trifft sogar zweimal. Color me surprised. Das ist eigentlich nicht schlecht, wie das hier ist. Das ist schon schlecht. Du gehst jetzt schon wieder mir auf die Eier, gell? Aber es sind weniger von denen mit den Mordinstrumenten. Das gefällt mir so. Du kannst jetzt mal Baba zu deinem blöden Schild sagen. Des Weiteren werden wir hier kurz Shield wollen, weil er, glaube ich, dich angreifen wird. Nee. Magst du wieder in die richtige Richtung humpeln hier? Komm an, Hildebert, ich glaube nicht. Okay. Rüstung killen. Rüstung killen. Dankeschön. Ja, sehr freundlich. Well done, lieber Bloody Ludolf. Können wir... Der Typ ist, glaube ich, jetzt 10 Angriffe in einer Reihe ausgewichen. Man ziemlich dope, muss man zugeben. Ja, okay. Keine Rüstung mehr. Helm gibt es wahrscheinlich auch keinen nachher. Aber es war eh klar. Es war eh klar. Ah ja. Der versteckt sich da so hinter dem Busch. Ich sehe ihn einfach nie. Servus, Bogi. Ja, war eh nur eine 66% Chance. Kein Grund zu treffen, nicht wahr?
Erland soll überhaupt, niemand stirbt, okay? Chill. Niemand wird sterben in diesem Account, okay? I swear. Also außer ihr trefft nichts, dann schon, aber ich meine, so ein bisschen viel verlangt. Holy shit, wieso sind da noch so viele von denen? Was habt ihr da die ganze Zeit aufgeführt da oben? Ich meine, das ist jetzt wirklich sinnlos hier. Typ hat nicht mal mehr Rüstung. Du bist Erland. Weißt du was? Für deine eigene Sicherheit, weil mir so sehr und so viel am Leben meiner Mitstreiter hängt, mach mal nicht Shield War. Ich muss sagen, die Raiders sind relativ... wie soll man sagen? Kooperativ. Indem sie einfach mal auf die Untoten einhauen. Weil wir Menschen müssen schließlich zusammenhalten, nicht wahr? Gegen diese Unholde. Okay, interesting. Try. Das hat nicht so ganz funktioniert. Warte mal, hat der nicht mehr Repost an? Wenn er geschoben wurde? Ist das immer so? Der hat doch gerade Repost gemacht, dann hat er ihn geschubst und jetzt hat er keinen Repost mehr angehabt. Interesting. Okay. Hätten wir wieder was gelernt. Kannst du einen Schritt machen und wenigstens noch Shield One? Wenn du dahin gehst, kannst du gar nichts mehr machen. Dann haut der wieder auf dich ein. Wobei, er haut wahrscheinlich eh auf ihn ein. Right? Du haust auf ihn ein. Right? Right. Geh dahin. Naja, jetzt hat er Shield One gemacht, jetzt vielleicht nicht mehr. Hast du noch Rüstung? Ein bisschen was. Nice, keine Rüstung mehr. Wir könnten dich einfach killen. Sweet release of death. Auf der anderen Seite, du stehst hier so schön und frisst vielleicht noch einen Hieb von ihnen. Also, why should I? Okay. Einmal stechen. Zweimal stechen. Ey, wir haben getroffen. Da ist niemand mehr, oder? Der neben dir steht jetzt. Dann gehen wir vielleicht dich mal kurz festsetzen. Einmal. Zweimal. Oh, das ist Berserk. Ja, aber du bleibst trotzdem hier stehen. Damit er. Weil du hast nur ein Kite-Shield, dann greift er vielleicht dich an. Weil du am wenigsten Verteidigung hast. Warte mal kurz. Kali, walte deines Amtes bitte. Kali hat heute einfach einen rabenschwarzen Tag. Rabenschwarz. Warte mal noch kurz. Wobei, du kannst jetzt. Ist es mir lieber. Ich werde aber, glaube ich, lieber von dieser Axt angegriffen als von diesem Schwein. Um ehrlich zu sein. So viel Angst habe ich vor den Skelettis. Du bleibst mal da. Skelettis ist irgendwie sehr nah an Solettis. Fällt mir gerade auf. Nur als so nebenbei. Ey, wir haben eine 64% Chance, ihn zu treffen von hier. Okay. Hey, nein. Okay, wir stehen einfach um ihn herum und reden mal nett. Why not? Man muss sich auch unterhalten können. Okay. That was fucking useless. Und er hat lange überlebt. Nice, du haust auf den richtigen ein. Einmal Schwertstreich, zweimal Schwertstreich. Okay. Wunderbar. Ein bisschen Stabben auf der Seite. Skittles wechselt mal kurz Magazin. Du bist nachher dran. Er hat bereits auf dich eingeschlagen, von dem her können wir dich jetzt eigentlich gut killen. Das ist 9 Lives, look at you go. Ich sagte, wir können dich jetzt, okay, killen, eigentlich, aber dem ist scheinbar nicht so. Was haben wir da, Eiern? Und eine 66% Chance, kann ich ja nicht erwarten, dass wir da tatsächlich was treffen. True Story. Okay. Wiedersehen. Das wird trotzdem geschissen. Gehen dich mal umrunden. Machen wir ein paar Schritte noch vorwärts. Immer noch eine 41 zumindest. Ja, das war's wohl leider für dich. Der haut ab, nehme ich an. Ja.
Es sollte nicht so schlimm werden. Kann ich... Oh, fuck. Jedes Mal vergesse ich wieder, dass er hier steht. Stirb endlich. Dankeschön. Bubla, vielen Dank. Okay. Das sind ein Haufen Büsche, by the way. Schauen wir mal, was sie machen. Ah, deswegen kann ich nicht auf die schießen. I get it now. Naja, und jetzt kannst du nochmal nachladen, nicht wahr? Okay, perfekt. Servus, Phantom Gun. Es gibt neue Rekruten, falls du mal benannt werden willst. Ich weiß nicht, ob ich diese schon gefragt habe. Frag nicht, wieso es neue Rekruten gibt. Das ist komplett uninteressant. Du solltest vielleicht ihn da oben ein bisschen unterstützen gehen. Den Neuling. 22% Chance ist nicht mehr geil. Das gefällt mir nicht. Also dahin und dann auf ihn schießen. Okay. Nur mal wieder die Rüstung zu zerstören. Ah ja, er wollte es wirklich an. Okay, aber geht's glaube ich zuerst auf ihn los, which is dope. Hildebert! Naja, du kannst ja nicht laufen. Geh mal dahin. Wow, stand nicht mal wer neben dir diesmal. Amazing. Du wirst mal ihn hier festsetzen. Ah ne, du bist schließlich sowieso das Opfer. Ja, hätte ich nachher machen sollen, aber hey. Aber hey, sei es nicht so tragisch. Es sind noch 5 Leute. Ich sehe hier 3 plus einen ist 4. Wo ist der fünfte? Ah, das ist der Bogi, der gerade flüchtet wahrscheinlich. Okay, makes sense. Du gehst hinten durch. Muss ich hinten durch? Nicht wirklich. Aber es geht so auch nicht viel schneller. Na, es geht schon ein bisschen schneller. Okay, geh da rüber. Sure. Schild kaputt machen. Wonderfully done. Ich kaputt machen. Not wonderfully done. Und dann da zweimal schön zuhauen. Okay, einmal. Auch okay. Ja, du kannst einen Schritt nach vorne machen. Beherzt hier reinstochern. Ich find's wirklich nett, dass sie die Priorität haben, aufeinander loszugehen, statt auf mich. Ich weiß es zu schätzen. Jesus. Da bröckelt die Rüstung ein wenig, muss ich sagen. Battleforged sind ja auch noch. Warte mal noch kurz. Ich meine, ich sollte noch killen können, okay. In dem Zug, eigentlich. Right? 80% Chance. Nein, wieso sollte man die treffen? No reason. Okay. Sure. Mach mal eine Shield Wall hier. Ah, ne. Nur weil du ein Opfer bist, heißt es ja nicht, dass ich jetzt unbedingt will, dass du stirbst. Ich kann die Knochis wieder umschießen wie vorher. Das war so befriedigend. Ineffizient, aber deswegen umso befriedigender. Du kommst dahin. Wir killen jetzt den fucking Typen einmal nicht. Sehe ich das richtig? Sehe ich falsch. Sehe ich falsch. Okay, ich nehme es zurück. Du kommst dahin. Genau, du gehst jetzt da auf ihn einstochern. Stocher. There we go. Ja, das heißt, du gehst da noch auf ihn einhauen. Wonderful. Ja, weißt was? Du bleibst einfach da stehen. Deine Arbeit ist getan. Du kommst dahin, einmal Stocher. Ich soll jetzt erst das Schild kaputt machen, bevor ich das tue. Kannst du, wie viel Aktionspunkte kostet das? 3. Das heißt, du kannst hier hingehen, das machen und noch auf ihn einhauen? Nein. Weil das 6 kostet. Okay. Gestern gehst du hier nur Chance erhöhen. Wobei du wartest noch kurz, weil du hast kein Schild. Und er ist noch dran. Weil du bist vorher dran, which is nice. Du wartest auch noch kurz. Wenn du einfach nur kurz den hier, Dankeschön, morden könntest, wäre das toll. Das sind 59% Chance. Der hat aber Shield Wall an, oder? Ja, nice. I like. Alrighty, kurz mal alle warten. Wo ist die Axt, die neben ihm steht? Wann kommst du dran? In 5 Turns. Nur bitte das Schild vorher kaputt machen. Ich meine, du könntest jetzt noch... Nein, du kannst auch nicht dahin und noch zuhören. Also ist eigentlich egal. Warte mal kurz hier. Warte ebenfalls mal kurz hier. Warte. Nee, du kommst da sowieso nicht hin. So, da ist Chili. Kaputtmacher. Wonderful. Dann machen wir jetzt einen kleinen Schritt hier rüber. Stochern. Leider neben gestochert. Du kommst hier hin.
Und ich glaube, nächste Runde sollte die Sache hier erledigt sein, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, was natürlich absolut nicht gesagt ist. Dann wird hier noch ein bisschen gestochert. Du kannst mal hier hin, noch einmal reinfetzen. Du kannst dich nicht weit genug bewegen. Oh mein Gott, okay, obviously. Einmal noch 95%. Das sind auch 95, oder? Ja, bam. Ein annähernd Tod kommt nochmal dran, sollte nicht so viel Schaden machen. Okay, wonderful. Nö, das bringt nichts. Dich werde ich auch nicht schießen können, da muss ich zu viel laufen. Nein, 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 das ist schon okay so. Du könntest nachher dahin, im Gegensatz zu ein paar anderen. Du kannst auch, warte mal, dahin, kannst du dahin? Da kannst du aber nicht mehr zuhören. Okay, dann gehst du dessen dahin. Hau ihn tot, du bleibst hier stehen. Du bleibst hier. Ich will lieber mit dir dahin. Du kannst ihn nicht dahin oder so. Hilft wenigstens mit den Trefferchancen. Hey, du kannst dahin einmal schießen, oder? Wonderful. Axtman bleibt stehen, wo er ist. Du machst zweimal Stocher. Okay, du machst einmal Stocher. Du machst nix. Du machst deinen weiten Schritt hier hinten. Einmal draufgehauen. Da hat nichts gebracht. Really, it's over? Hä? Während der noch... Interesting. Weil der läuft ja nicht weg. Der ist ein Untote, die laufen nie weg. Very interesting. Es wäre ein bisschen lustig, wenn er jetzt noch irgendwie zu Tode gemessert worden wäre. Gib's zu. Zu den gewissen Comedic Value, aber ich fände es nicht lustig. Du gehst dahin und mordest ihn. Okay, annähernd. Hey, ich bin fertig mit dir. Du mordest ihn. Dankeschön. Wir haben immerhin die Fighting Eggs bekommen. Dass wir die Rüstung nicht bekommen, war leider klar. Aber ansonsten hat sich das gar nicht so wenig gelohnt, muss ich sagen. Es war fein. Wir haben auch nicht so viel Rüstung eingebüßt. Klingt aber so okay. Ich glaube, wir gehen gleich wieder zurück nach Torgesholm und verkaufen das halbe Zeug. Einmal alles ordnen. Die sind was wert, gell? Ja, okay. Das heißt, die werden alle noch repariert. Seht ihr, shit wird auch repariert. Vor allem, wenn wir gleich... Seid ihr was wert? Ihr seid was wert. Ja. Euch reparieren wir auch, dich reparieren wir auf alle Fälle und eigentlich reparieren wir dich nicht, sondern stattdessen geben wir dir die Axt. Weil das ist eine bessere. Ich glaube, dich reparieren wir auch gegen die Untoten, haben wir es vielleicht gerne. Dich reparieren wir definitiv und dann verkaufen wir dich. Auch alles wert, repariert zu werden hier. Na, wobei du nicht, oder? 65%, ja, nein, du nicht. Ich dachte kurz, es ist alles das gleiche. Alright. Wieder zurück nach Torgersholm. Und wir brauchen eigentlich wirklich Munition. Ich weiß aber nicht mehr, wo es jetzt am billigsten war aus den Städtchen. Oh, schlaf gut, Phantom Gun. Oh, shit. Wir sind bei dir, Grinsekanze. Was? Was hast du für einen Clip erstellt? Oh Gott. Venomous Chicken Dandy Face ist der Name des Clips, okay. Ich laufe gut Phantom Gun, auch wenn du wahrscheinlich schon weg bist. Alright. Sorry, ich war hochkonzentriert, damit ich euch alle nicht sterben lasse. Nachdem mir zu Ohren gekommen ist, dass es da eine gewisse Kritik gab. Wollte ich, dass sich das nicht wieder wiederholt, logischerweise. Weil mir nichts mehr am Herzen liegt. Als eure Gesundheit und Zufriedenheit. Ist immer noch 15, okay, that's fine. Und Geld, logischerweise, und Rüstung und Waffen. Aber mainly eure Zufriedenheit und so. Ist das von euch schon fertig repariert? Nein. Ist es wirklich wert, euch zu reparieren? I don't know. Not really, right? Nah. Weg mit dem Zeug. Ihr seid es schon wert. Okay, dann haben wir schön Platz gemacht, damit wir unsere ganze fette Beute... wir saufen nochmal kurz auf diesen Sieg. Damit wir die ganze fette Beute, die wir gleich machen werden, in unserer glorreichen, siegreichen Schlacht gegen Ruins of Old, wo definitiv niemand drauf gehen wird. Weil der ganze Preis des Auftrags und deswegen so hoch ist, weil wir so weit laufen mussten. Ich soll den
ein Seminar aufmachen für positives Denken. I'm really good at it. Was? Ich verstehe dich nicht. Hey, was? Graf Eli will mich da ablenken. Oh, many ancient legionaries, are you fucking kidding me? Ja, dann sollten da weniger Leute in Ruins of Old sein, oder? Ich hasse ancient legionaries. Muss das sein? 16 Leute sind das? Muss das sein? Oh Gott, many ancient legionaries. Das kann ja nicht gut gehen. Wie soll denn das gut gehen mit many ancient legionaries? Geht ja gar nicht. Kann ja nicht sein. Fucking hell. Ich brauch was anderes. Ich brauch Hammer und so shit. What a sad story. Ulf, gut, Nahkampf. Noch nicht mal wer von euch ist... Okay, du bist gelevelt. Wunderbar. Auf plus 3. Let's go. Nur plus 1 hier? But why? Okay, du kriegst hier die plus 4 reingesteckt, die plus 5 in Fatigue. Mit Colossus sind wir jetzt zumindest auf 56 Leben. Das nicht mehr kompletter Crap ist, was nett ist. Du kriegst nochmal plus 3 in den Arsch gesteckt, plus 3 hier und die plus 4 für die Fatigue. Okay, und ich glaube, jetzt bist du es wert, dass du den Hammer halten darfst hier. Statt dem Schwert. Damit du zufällig eine bessere Rüstung bekommen hast. Der Crap, wieso bist du nur auf 80%, Junge? Das ist zu wenig. Du bist ja geone-shotted von den fucking Ancient Legionaries mit ihren grotesk bösartigen Mörderwaffen. Ich meine, du triffst nichts, wenn ich dir was anderes gebe als ein Schwert, aber ich glaube, ich werde es trotzdem tun. Military Pick, damit du wenigstens auch Schaden machst, wenn du treffen solltest. Iva kriegt... nochmal den Mace. 30 bis 45, 30 bis 45... Ich meine, mehr davon ignorierend Armor, aber du zerstörst tatsächlich mehr Armor. Hm. Naja, dann kriegst du auch noch das Military Pick. Ahne das Opfer. Vielleicht bleiben wir bei dir wenigstens bei der Spearwall, damit du sie ein bisschen ablenken kannst oder so. Maybe. Dene, du warst selber nicht so toll, gell? Aber du hast immer noch mehr wahrscheinlich Melee-Angriff als die meisten von euch. Ja, also... auf geht's! Alle kriegen Äxte da hinten. Haben wir wirklich keine Rüstung mehr? Ja, sorry, Soldatenkönig. Muss dich leider ausziehen. Aber hey, look at the bright side. Du wirst nicht sterben in diesem Kampf. Du brauchst nicht so einen Schädel. Sehr lächerlich. Ich bist in der letzten Reihe. Dann haben wir noch Laza und... Skittles. Ich meine, wir haben Armored Wiedergänger, also vielleicht ist es wert, zumindest zwei Bogis zu haben. Statt dass ich jetzt Nahkampfwaffen gebe, mit denen ihr nicht umgehen könnt. Naja, und ich kann zumindest die Rüstung runterschießen oder so. Acht fucking... oh, das sind mindestens 8 Ancient Legionaries. Das ist zu viel. Du wirst rot. Du musst dich nicht schämen, nur weil du nicht beim Kampf mitmachen willst, weil du viel zu sehr Angst davor hast. Das ist okay. Das ist normales... normales menschliches Verhalten. Ich hoffe nicht, dass es daran liegt, dass du ausgezogen bist. Das ist auch normales menschliches Verhalten. Also machst du noch eine Kopfbedeckung an. Das heißt, es sieht eh keiner, wer du bist. So viele Mörderwaffen. Schaut euch diese Mörderwaffen an. Not okay. Not okay. Wir warten mal. Ich hoffe, die stürmen jetzt unglaublich schnell nach vorne, damit es vielleicht wenigstens zwei Wellen gibt oder so. Ich meine, die Armored-Wiedergänge sind völlig egal, aber die Armored-Wiedergänge werden wiederum dazu führen, dass wir nicht so gut an die Mörderwaffen rankommen. Kann ich euch flankieren oder so vielleicht? Du wolltest auch nie mitmachen? Das wusste ich nicht, es tut mir leid.
Ich meine, dann hast du dein Ziel erreicht, weil momentan machst du hier gerade nicht mit. Hey, haben wir hier eine Line? Wir haben eine Line. Das ist der seine Rüstung. Da haben wir jetzt leider keine Line. Ich meine, das sind 44%. Vielleicht hätte ich Zweihandschwerter mitnehmen sollen, damit ich in die zweite Reihe Schaden machen kann. Aber die Schwerter machen ja dann eh wieder keinen Damage an den Leuts. Okay. Ich meine, wir haben hier keine Schildzerstörungs-Dings. Oder warte, können die Hämmer auch Schilder zerstören? Nein, die Zweihandhämmer können. Warten, warten, warten. Ich meine, wenn du immer noch deine schöne Line hier hast, dann wird hier natürlich wieder kräftig reingesammelt. Das technisch gesehen keiner, aber ich glaube, es wird trotzdem kräftig reingesammelt. Okay. Wenn sich die Schildbewehren bitte nehmen, die mit den Äxten stellen könnten, wäre super. Oh, Axtmanchi kommt noch dran, that's perfect. Oh, beide Äxte, sehr gut, sehr gut. Yes, 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 yes. Yes. Genau so und nicht anders. So, wir machen es hier gleich mal ins Werke. Einmal, zweimal. Schild ist nicht kaputt. Oh, oh. Können die jetzt schon draufhauen? Ich hoffe nicht. Haha, können sie noch nicht. Oh Gott, es wird so schmerzhaft, wenn sie drankommen. Es wird so schmerzhaft, wenn sie drankommen. Ich habe Angst. He's an idiot. Thank God. You are an idiot! Praise the idiot! Okay, dein Schild ist weg. Nice. Kali, bam. Nice. Soweit so nach Plan. Aber das könnte unangenehm für die Bogis werden, actually, hier. Du bist fertig. Kann ich dich killen, die Runde? Kinda doubt it. Aber wir kommen vor dir möglicherweise dran nächste Runde. Okay. Leute, 83% Chancen sind da, um getroffen zu werden. Nicht um daneben zu hauen. Das ist einfach nicht gut, wenn man das macht. Das ist, wenn ich dich wegstoße und mich mit dir da neben dich stelle, bist du. Du bist leider auch relativ valuable. Aber so ein paar Löcher reinmachen wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Oh, ich kann mich sogar persönlich neben dich stellen. Wer von euch ist besser? Du kannst ja nicht mehr zuhauen, also machen wir besser nicht. Habe ich mit dir schon was gemacht? Nein, du bist noch dran. Wonderful. Hier wird das nächste Schild geschreddert. Okay. Kann ich hier was bringen? Du kannst dich bis dahin und... Bist du zu wenig fatigued dafür oder bist du verletzt? Ah, oh, es ist Schnee. Okay, hau dich dahin und mach eine Spearwall, um dich hier mal ein bisschen aufzuhalten. Hier würden wir sehr gerne noch zweimal auf dich einhauen und dich killen mit Schwieren. Not doing. Du stehst in der Mitte von allen. Mach eine Schildwall. Wobei Kali steht auch in der Mitte von allen. Ach, fucking Schnee. Ich hasse Schnee. Scheiß auf Schnee. Jesus. Okay. Du hast noch Rüstung, also können wir dich auch beschießen. Wenn es nicht gerade besonders viele Dents macht in besagter Rüstung. Du hast noch sehr viel Rüstung. Beschießt mir hier noch schnell die Rüstung. Du stabbe mal. Mich dich zu Tode stabben oder lieber dich anstabben? Du bist wahrscheinlich eh tot. Wahrscheinlich. Also stab da mal rein. Was haben wir hier für eine Chance? 95%. Monster ist tot. Ich kann da leider nicht hin, which is sad. Wir haben eine 45% Chance. Fair enough. Dann wird hier einfach mal reingepfeffert. Wie sich's gehört. Schön geblockt. Jeder Block ist wichtig. Yo, do your job, my friend. Okay, er hat seinen Job bereits verkeckt. Nicely done. Einmal 88%. Zweimal 88% ist leider immer noch am Leben, which is a problem. Du hast noch kein... Naja, also a problem. Kein Rotate. Vielleicht musst du dich einfach um die da oben kümmern dann. Ich glaube, du wartest. Die kommen jetzt alle dran. Und er ist nicht tot und er wird auch nicht sterben rechtzeitig. Er ist not good. Okay, du kannst hier hin und könntest auf ihn... Aber ich glaube, du gehst hier hin, shieldwallst und hoffst, dass du irgendwie so eine Bedrohung bist, dass sie irgendwie auf dich einstechen oder so. Keine Ahnung, ob die KI so funktioniert. I doubt it. Fuck.
Okay, gut. Gut. Stoß weg, I guess. Oh well. Na nicht. Naja, dich raus, wobei du hast wahrscheinlich Rotate, oder so, nicht so schwer, dich raus zu rotaten. Triff ihn einmal, komm mal. 258% Chancen, kann doch nicht so schwer sein. Ja, das ist leider schlau von ihm. Okay, er hat ihn angegriffen. Mhm. It's annoying. Naja, dass wir den nicht tot gekriegt haben. Also die Möglichkeit hatten, ist definitiv nicht super. Wir haben hier überhaupt keine gescheite Chance. Warte mal, nochmal einen Meter. Kannst du zu. Du kannst wenigstens neben ihm. Oder wir versuchen hier Schilde kaputt zu machen, aber ich glaube, ich versuche ihn lieber zu killen. 77% Chance. Du hast kein Rotate, das haben wir schon vorher gesehen. Du kommst nicht mehr dran. Das ist, du bist leider ziemlich mausetot. Du machst gar nichts mehr, weil du nichts mehr machen kannst. Und du hast immer noch die gleiche beschissene Auswahl von vorher. Ja, okay, dann machen wir, I guess. Ich weiß nicht, ob ich einfach die Fatigue. Ich glaube, ich save die Fatigue. Das macht auch keinen Sinn hier. Zumindest 34% Chance. Das ist aber auch nicht toll. Aber wir versuchen einfach irgendwo nach hinten zu schießen. Und hoffen, wir treffen irgendwas. Du bist ja eigentlich zum Schildeschreddern da. Das einzige Problem ist, dass du ihn angreifen wirst. Es dauert nur ewig, bis ich dieses Schild hin habe. Haben aber nur eine 54% Chance. Alright, whatever. Hm. Haben wir einen so ein bisschen getroffen. Was hast du für eine Chance? Die sollte nicht so schlecht sein. 47. Okay. Nee, vorher ging es gerade noch besser. Jetzt haben sie sich gerade so aufgestellt, dass es gerade kacke ist. Vor allem, weil auch die Axtkämpfe nicht dort stehen, muss es Sinn machen. Ich meine, du hast auf alle Fälle Rotate, oder? Ja, können sie gerade jetzt sicher Rotate. Also sollten wir ihn rausrotieren können. Also es stimmt gleich. Rotate dahin. Ah, jetzt hast du nicht genug, um den zu killen. God fucking damn it. Du machst jetzt doch mal eine Shield War. Da haben wir noch keine Chance. Aber vielleicht tut seinem Schild wenigstens weh. Geringfügig. Annäherung tot ist leider nicht ganz tot. Jetzt kommt wieder die Stunde der Wahrheit, was mir gar nicht gefällt. Nice. Okay, ich. Okay. Fuck, ich glaube, der stirbt beim Fliehen, aber ganz so schlimm war es wenigstens nicht. Ich meine, angenehm ist es nicht, dass er stirbt. Warte, du kommst aber noch dran, das heißt, du kannst rallyen, das heißt, er stirbt nicht unbedingt. Das ist auch kacke. By the way. Machen wir Shield Wall, möglichst lange überleben hier. Du darfst sterben. Du bist derjenige, der designiert zum Sterben ist. Ich glaube, wir machen schnell den Schild kaputt, damit wir dann wenigstens hier in der Richtung ein bisschen weiter kommen. Rally? Rally hat actually geklappt, which is amazing. Ich komme nur leider nicht weg hier. Wir müssen immer noch weg und ich komme nicht weg. Could try to risk it. Wenn ich Shield Wall Test machen kann, dann versuche ich, glaube ich, wegzulaufen. Ich weiß nicht, ob ich genug Fatigue habe. Beziehungsweise, ob ich rechtzeitig drankomme, bevor ich eh schon tot bin. Du musst vielleicht wieder mit rallyen. Wann bist du dran? In zwei. Okay, du bist tot. Ich glaube, ich muss niemanden rallyen. Okay, du bist hin. Oh, ich hoffe, es kann jetzt keiner reinjumpen. Könnte natürlich sein. In dem Fall wäre das Ganze suboptimal gewesen. Du hast dich das letzte Mal nicht treffen lassen, which is pretty dope. Du kannst ihn treffen relativ. Was war das bitte gerade? Ah, ich habe 98 gelesen und nicht 59. Ah, I am so scared. Da kommen sie schon wieder, die Monster. Stop hitting me. Okay, das ist wichtig. Ah, 78% Chance vorbei. Das heißt, er kommt wieder dran mit seiner Mörderwaffe. Jesus Christ, Grinsekatze. Das war klar, leider. War das der 3 Sterne? Ich glaube fast, das war der 3 Sterne.
Okay. Okay, whatever. Stich halt auf irgendwen ein. Das ist nicht so wichtig. Das ist hier nicht die Front, die schrecklich, schrecklich, schrecklich ist, sondern die normale. Which is fine. Du bleibst hier, Erland. Ich glaube, du machst ja einfach nur mal eine Shield Wall. Euch zu Tode hacken bringt mir nicht viel. Nein, wir wollen mal supposed to do. Shield Wall vielleicht. Na, aber war eh nur eine 77% Chance. No biggie! No biggie! Okay. Dabei bringt das nix. Kaliken hier hin, which might be absolutely amazing. 90% Chance! Nein, bitte! Wieso auch? Wenn wir schon 77% Chancen daneben hauen, können wir auch gleich eine 90% daneben hauen. We're all gonna die. Du schießt auf ihn dabei. Vielleicht triffst du aus Versehen ihn. Und du stirbst noch nicht sofort. Please. Mein Fehler. Wir sollten 64% Chancen haben statt 90. My bad. Einmal, zweimal. Okay, und jetzt, please, for the love of God, please, please, dankeschön. Schieb es! Ich meine, du musst hier langsam mal wieder weg. Wie viel Rüstung hast du? Ulf hat ganz gute Rüstung. Du hast dich gut Fatigue. It's problematic. Also du kannst da gar nicht hin, weil der immer noch im Weg steht. Du bist auch das nervigste fucking Viech aller Zeiten, oder hier? Shield Wall, sonst... Eh schon sicher top bist, hey. Okay, Bubla, ich glaube, du musst dich leider mal ein bisschen mehr ins Eifer des Gefechts hier schicken lassen. I'm sorry. Come on, please. Dankeschön. Okay. Du kannst sogar zweimal hintereinander. 55% Chance, ihn aus dem Weg zu räumen, wäre schon sehr nett. Zwei Leute zu killen ist aber auch ein großer Spaß. Solange du früh genug reinkommst, kannst du weglaufen. Naja, es wird sich ihn wahrscheinlich dahin stellen, nehme ich an. Ja, ja, haut auf ihn an, that's fine. Naja, sie sind alle festgehalten momentan. Du musst... zu gefährlich langsam mit dir. Du blutest? Grazed Neck, sorry, was macht das? Ah, fuck, ich sehe es nicht mehr. Muss ich dich verarzten kommen? Habe ich da irgendwen? Du könntest wahrscheinlich irgendwen verarzten. Mach mal einfach nur. Recover, er kommt nicht vorher dran. Mann, ist das tragisch. The Shield Wall held. Please. Okay, annähernd. Stichel irgendwo in der Gegend rum. Wie gesagt, ist nicht so weiter wichtig. How to do this? Kriege ich dieses Viech hier tot? Damit ich zu dem Viech hier hinkomme. Really? Why not? Zu wenig Fatigue zum Laufen? Reaktionspunkte waren das 100 pro noch genug. 47% Chance. Fuck it.
Wir kriegen dieses Ding hier nicht weg. Du kannst ja nur einmal auf ihn einhauen. Das sind wahrscheinlich... Ach, könnt den allerdings killen. I'll try. Yes! Wonderfully done, Grinsekatze. Wonderfully done. Ah ja, das, du lebst immer noch gefährlich, aber weniger gefährlich als vorher. Leider nicht getroffen, 55%. Fair enough, fair enough. Ich meine, meinem Opfer geht's langsam an den Kragen, ein bisschen. Wir haben schon einen verloren, was ziemlich unangenehm ist. Okay, weiter auf den Legionary eingeschossen. Gefährlichste überhaupt hier. Hast du geblutet? Du blutest eins pro Runde. It's not that bad. Ich hoffe nicht, dass wir noch 10 Runden brauchen hier. Okay. Du bist dran, das ist das Gefährliche. Okay. Well done. Das war jetzt nicht ganz so schlimm. Du machst aber einfach gar nichts. Du machst aber einfach gar nichts. Vielleicht kannst du das nächste Mal Shield wollen sogar. Naja, ich hätte mit dir da hingehen sollen. Um noch sein Schild zu stören. Okay, wir haben einmal getroffen. Amazing. Nein, dich aus dem Weg zu räumen wäre auch toll. Du musst weglaufen. Das ist zu wenig fucking Leben, mein Junge. Ich meine, Bubbler, wie fühlst du dich? Bist du imstande, Duell gegen ihn zu gewinnen? Nehmen wir mal an, die Antwort darauf ist nein. Aber irgendwie müssen wir ihn ablenken. Stirbt er auch irgendwann. Du bist nicht gewonshottet hier, oder? Ist irgendwas anders, das hier gefährlich sein kann? Not really. Okay. Wenn du nicht triffst, wirst du das Duell wahrscheinlich auch nicht gewinnen. Bam! Das ist meine Ansage. Fick dein Schild. No. Achso, das war eh nur das Opfer. Ja, innen müssen wir dich schon warzen, aber ich glaube es noch nicht. Ich glaube, wir gewinnen den Kampf, bevor es schlagen wird. Let's see. Okay. Einmal. Ist alles. Ich wollte eigentlich noch zweimal sagen, aber. Das Spiel hat gemeint, nö. Gib kein zweimal. Okay. Fein. Und halt ohne zweimal. Jetzt können die Bogis mal kurz zeigen, was sie können gegen die Wiedergänger. War jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend, muss ich sagen, aber okay, du bist jetzt leider dran. Nicely done, Bubbler. Nerven aus Stahl hat er. Leider keine Haut aus Stahl, ansonsten würde er nicht die ganze Zeit drauf gehen. Einmal. Wonderful. Nee, ist mir immer noch zu gefährlich. Sogar gegen die, die eigentlich nicht so gefährlich sind. Ich meine, du solltest ihn einfach weghauen, wenn du ihn triffst und du haust ihn nicht mit One-Shot weg von dem her. Probieren wir stattdessen lieber dich zu treffen. Du bleibst brav da hinten stehen. Okay. Gleich kommt Kalis großer Tag. Bam. Bam. Ich meine, wenn sie mal anfängt, ihre 90% Chancen zu treffen, dann ist mit Kali nicht mehr zu spaßen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir zwar auch nicht, aber das gefällt mir noch weniger. Please. Please stop it. Einmal. Okay. Ich müsste vielleicht den und retten kommen. Aber ich kann es sowieso nicht. Hast du ein... Nein, du hast auch kein Verbandszeug. Bucket, geh dahin, damit sie besser treffen. Zumindest. Ja, dir geht's noch gut. Also hau einfach mal drauf. Wonderful. Wenn du einfach killst, dann wird es dir viel besser gehen. Bis nächste Mal. Nice, und geköpft auch noch. Drops. Du nervst. Wie viel Leben noch? 7. Okay, alle Zeit der Welt. Ich meine, du stehst im Kali. Das ist, du bist quasi schon tot. Ah. Okay, so far so good. Wunderbar. By the way, Schnee nervt mich auch. Es ist offiziell. Okay. Yes. Yes. Jetzt kommt der Kill, bitte. Alright. Alright. Oh, du musst eh in die Richtung, in die Generelle. Come on. Nochmal. Let's do it again. Bamsti. Immer gut, Nahkampf ist tot. Das ist tragisch.
Aber sonst haben wir uns besser geschlagen, als wir sonst zu schlagen, solche Viechis. Das ist uns jetzt natürlich auch nicht so viel bringt, weil... Das war der 3-Stern, oder? Der gerade drauf gegangen ist. 2 Stern, kein Stern, 2 Stern, 2 Stern, 1 Stern. It was indeed. It was indeed. Wieso habe ich den Alrik nicht in die erste Reihe gestellt, statt Iva? Very good question. Plus 4 hier für Lazarus, plus 2 in der Verteidigung. Ich meine, ich würde dir wirklich fast gerne hier die plus 5 geben. Nur so fürs Überleben. Du kannst mittlerweile auch einen Nimble bekommen, damit du weniger Schaden nimmst. Be nice. Grafeli, gut Nahkampf. Plus 2 hier, plus 3 hier. Kommt mal auf die 20. Das heißt, du bist schon fast 2 Hände bereit. Du hast ziemlich viel Leben. Nochmal mehr Fatigue. Ja. Reach Advantage. Killing Frenzy. Oh, du kriegst die 2-Hand-Axt. Voll Schissel. Und ich glaube, mit der 2-Hand-Axt kriegst du Reach Advantage. Oder war der Battle Indomitable? Was war das schon wieder? 50% Damage Reduction and Immunity to being stunned, knocked back or grabbed for one turn. Ich habe das noch niemandem gegeben. Alle sagen, reden davon, wie gut das ist. Geben wir es mal wem. Und außerdem, you upgraded, my friend. Das sind unsere Zweihand-Bros. Du kriegst die plus 3 hier. Oh, das ist gerade wahnsinnig gute Defense. Du kriegst die plus 3 hier. Kriegst, habe ich gerade gesagt. Du kriegst. Just ignore that. Du kriegst Recover. Hast du Recover? Oh, das ist doch kein Recover. Should give you Recover. I guess. Ah ja, wir müssen noch irgendwie mehr auftreiben schon wieder. Und wir müssen schon wieder heilen. Ich weiß nicht, ob ich jemals da oben hinkomme. Die tatsächlich. Können wir schauen, was da drin so rumsteht? Sehe ich das vielleicht? Nein? Just no chance? Okay. Not a fan of that. Fortbewegungsmalins hat er auch noch. Ey, wir haben keine Munition mehr. Von dem her sollte ich mich wirklich nicht mit Leuten schlägern gehen. Ja, wir müssen vielleicht noch was reparieren. Also es ist im 11. Das heißt, wir müssen eigentlich alle schlafen gehen irgendwann. Ich meine, wenn ich schon eine bessere Axt habe, dann kriegt die mal wer. Du wirst du repariert? Du wirst repariert. Verschissels. Sonst wird relativ wenig repariert. Du von mir aus. Ich meine, wir können das reparieren. Der Helm ist es wert. Ich weiß nicht, ob ich dir auch noch den Helm zusätzlich aufsetzen kann. Zu dieser Mega-Fatigue-Rüstung. Probably not. Bisschen übertrieben. Ah ne, das Opfer kommt übrigens natürlich in die erste Reihe jetzt. Wir haben zu wenig Rüstungen. Ich kann jetzt hier nicht Soldatenkönig weiter nackig rumlaufen lassen. Wo er doch schon rot geworden ist beim ersten Mal. It's not okay. 341, nö. 171, ebenfalls, nö. Nein, das ist 17,5. Nein, das sind nicht 17,5. Das ist eine dreckige Lüge. Ich will noch kein ganzes Kite-Shield mehr. Das sind 14, die er hergibt. Also wir werden wieder nach unten pilgern, halt zu der einzigen Stadt, die hier weiß, was wert ist. Steiner können wir uns nicht mal leisten. Ich muss sagen, wir sind im Allgemeinen schwimmen nicht gerade im Geld. Was daran liegt, dass ich die ganze Zeit nur Leute suchen muss, weil alle abkratzen. Unter anderem. Gefällt mir nicht. Hey, dich wollen wir noch reparieren. Dich wollen wir reparieren. Oh, ich wollte mal reparieren, damit ich wenigstens mal weiß, wie viel es genau ist. Okay. Fine. Gab es da vielleicht wenigstens billig Muni oder Tools? Schlaf gut, Grinsekatze. Gibt es auch eine Gehaltserhöhung und einen Risikozuschlag? Ja, voll, glaube ich zumindest. Ich glaube, ich gebe dir unglaublich viel Geld die ganze Zeit. Was ist das hier? Besieged! This place is or has until recently been besieged by the enemy. It suffered damage, the supplies are low and many have lost their lives. Ja, das heißt, mein Zeug ist was wert. Das heißt, eure Tools sind völlig überteuert. Und mein Zeug ist immer noch nichts wert. Okay.
Cool. Dann holt euch euren Scheiß doch selber. Eine Farmhand? I mean, I don't hate the idea, aber... Ist hier noch was Besseres als eine Farmhand? Vor allem eine 380er Farmhand ist jetzt wirklich auch kein Schnäppchen. Ich glaube nicht mehr kämpfen heute. Ich glaube, ich gehe noch da unten und schaue, wen ich rekrutieren kann. Und verkaufe und kaufe und solches Zeug. Nahrung brauchen wir auch noch. No, stop it, I don't want to. Nein, a few necros. No, no, it's not okay. Geh weg. Ja, geh die Karawane, Kim. Goodbye. Vielleicht hast du jetzt ambushed trade routes? Nein? Schade. Wir saufen vielleicht was, nur damit die Leute ein bisschen im Delirium sind und nicht mitbekommen, wie alle ihre Freunde um sie herum sterben. 222 für Munition? Was soll die Kacke? Ich meine, die Tools kaufe ich mal. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Nice. Und wie viel kaufst du, please? Du kaufst um 11. Um 11 kaufte. Um 11. Ah ja, und den können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Den Live. Nice. Grave Digger. Weißt du was? Wir kaufen uns einen 80er Grave Digger und hoffen aufs Beste. Und was heißt, ich muss da oben irgendwo Shit verkaufen? Hellvictor noch das Beste. Bevor ich das. Wir gehen nach Hellvictor noch Shit verkaufen. Ich habe keine Nahrung mehr. Das sind zwei untoten Kompanien. Yo! No! They're everywhere! Oh no! Wieso kostet alles hier so viel? Oh mein Gott, okay, ich kaufe mir ein bisschen Fisch. I'm pissing off out of this godforsaken country. Lauf, Gummibaum. Have fun. Ich glaube an euch. Company. Da wird alles abgerissen, oder? Ich glaube, das steht nicht mehr lange. Ist ja auch egal. Ist es unser Auftrag, das hier zu beschützen? Nein. Stop it. Wie lebt ihr eigentlich überhaupt noch? Zwischen all diesen Untoten. Ich habe fast kein Geld. Ich habe keine Nahrung. Ich habe keine Munition. I'm not a fan. Not a fan. Okay, wir kaufen ein bisschen mehr Nahrung. Wir kaufen die scheiß 171 Munition, was ich glaube ich trotzdem nur noch das billigste ist, was es hier gibt. Und wir verkaufen die halt um 14, weil das quasi Erpressung ist hier. Vielleicht verkaufe ich einen von den Helmen, wenn ich sie eh nicht so sehr benutze. Schild kommt weg, all die kommen weg. Die beiden kommen weg. Der ganze Schmarrn kommt weg, logischerweise. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Du kommst weg, du kommst weg. Die drei kommen weg. Die Wurfäxte behalte ich dabei, du kommst auch noch weg. Okay, sind wenigstens wieder auf 2000 oben. Puh, und wie gut ist unser Gravedigger hier? Das ist ein weiteres Opfer, okay. Ich brauche eh auf beiden Seiten ein Opfer, sonst geht's eh nur schief. Das heißt, wir brauchen eh eine Art von Rüstung. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Ich kann mir keine Rüstung kaufen, das kostet viel zu viel. Fuck. Hätte nicht so wilde Rüstungen verkaufen sollen. Egal, ich schreibe mir das fürs nächste Mal. Safe Game. Müssen Rüstung auftreiben, dann Auftrag. Okay, dann Auftre, werde ich verstehen. Ich glaube an mich selber. Hin und wieder zeige ich Zeichen von Intelligenz. Alright! Das wär's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nächster Stream wird sein Donnerstag. Mein genau Donnerstag weiß ich noch nicht genau. We'll see. Und dann Samstag wird Civ gespielt. Ich muss endlich die YouTube-Ankündigung rausholen. Samstag ist Civ Multiplayer und dann Dead by Daylight nachher, weil Lazarus mich dazu überredet hat. Ich glaube, das ist alles an Ankündigung, oder? Ihr habt es nicht gesagt? Nö. YouTube-Channel wird Ankündigung eh rausgehauen für den nächsten Stream. Also, wenn man dort abonniert ist, kann man es nicht verpassen. Habt einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und danke fürs Zuschauen.